So, jetzt herzlich willkommen, nicht herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen zur 10. Vorlesung in Programmiersprachen und Übersetzer. Wie immer der Hinweis, die Vorlesung wird aufgezeichnet und im Nachhinein öffentlich zu allem im Flowcast für Eingetragenen, aber auch für alle. Wenn Sie irgendwelche Rückfragen haben, können Sie die auf Twitch oder im Mumble-Chat stellen oder uns die direkt im Mumble ins Ohr sprechen. Zum Live-Chat noch den Hinweis, machen Sie den für alle so nützlich wie möglich, dass wir hier ein möglichst gutes Miteinander haben. Und dann wollen wir auch schon anfangen. Wir werden uns heute mit Maschinencode auseinandersetzen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch eine Ankündigung für eine 13. Vorlesung. Was werden wir denn in dieser 13. Vorlesung alles machen? Ja, ich habe gehört, dass ein großer Teil dieser 13. Vorlesung sein wird, dass die Zuhörenden Fragen stellen können. Ja, wir werden ein Ask Me Anything machen und ihr könnt jetzt, wir werden einen Forum-Thread erstellen, wo ihr Fragen einstellen könnt, die wir dann in dieser 13. Vorlesung beantworten. Also, wir haben in der 13. Vorlesung so Zeit für noch so ein bisschen Ausblick, was quasi noch in Zukunft kommen kann, was man noch ansonsten auch im ESRA machen kann. Es wird eine Besprechung der Evaluation in der 13. Vorlesung geben und wir werden eben dieses Ask Me Anything machen mit inhaltlichen Fragen. Und damit wir uns da ein bisschen darauf vorbereiten können, brauchen wir diese Fragen im Grunde vorher, dass wir es nicht so ganz spontan aus dem Ärmel schütteln müssen. Genau, dann kann man die vorher so ein bisschen sortieren und gruppieren. Das macht es so ein bisschen einfacher. Genau. Da wird es dann auch noch einem Stutterpie eine Ankündigung zu geben. Aber jetzt werden wir uns erstmal mit der 10. Vorlesung auseinandersetzen, wo wir uns die Maschinencode-Erzeugung anschauen. Dazu wollen wir uns zunächst mal anschauen, wo sich die denn überhaupt einordnet im Verlauf der Vorlesung und auch im Verlauf von so einem Übersetzer. In der letzten Woche haben wir uns damit beschäftigt, wie wir den Zwischencode optimieren können, wie wir da einzelne Instruktionen entfernen können, wie wir Variablen entfernen können, wie wir Basisblöcke zusammen mergen können. Aber das hat sich alles auf der Ebene von dieser virtuellen Maschine des Zwischencodes beschäftigt. Letztendlich können wir aber ja keinen Zwischencode ausführen, sondern wir wollen Maschinencode ausführen, den wir auf einer echten, real existierenden Maschine haben. Und da lässt sich sehen, dass wir immer noch eine semantische Lücke haben zu dem, was der Zwischencode kann. Wir haben unseren Zwischencode ja so definiert, dass wir da eine Registermaschine haben, aber dass wir unendlich viele Register haben. Das heißt, das müssen wir irgendwie runterbrechen auf die endlich vielen Register, die eine real existierende Maschine haben. Wir haben gesehen, dass Funktionsaufrufe beliebig viele Argumente haben können. Auch das müssen wir abbilden auf eine real existierende Maschine, wo die Call-Instruktion gar keine Instruktion kann. Und wir müssen jeden einzelnen Befehl aus der virtuellen Maschine irgendwie abbilden auf Assembler-Befehle, die die Maschine tatsächlich unterstützt. Und um diesen letzten Schritt in der Übersetzung machen zu können, müssen wir uns anschauen, Konventionen, die es gibt. Application Binary Interface, wie werden Calls gemacht, also wie ein Funktionsaufruf geht. Wir müssen uns über Registervergabe Gedanken machen, wie wir diese unendlich vielen virtuellen Register auf die endlich vielen Register der echten Maschine abbilden. Und wir müssen uns überlegen, wie das Programm dann tatsächlich in den Speicher kommt. Dazu müssen wir uns dann Binärformate, in dem Fall 11, anschauen. So, wo stehen wir aktuell in der Übersetzung? Wir haben gesagt, wir haben jetzt ein Zwischencode-Programm. Das ist auch vielleicht schon optimiert und das sehen wir hier auf der linken Seite. Da haben wir hier so eine kleine Funktion foo, die einige Features bringt. Wir haben gesehen auf der Zwischencode-Maschine, dass wir da eine sehr mächtige Speicherabstraktion haben. Wir haben die Möglichkeit, unendlich viele Parameter zu haben und es gibt unendlich viele lokale Variablen, die wir auch Register genannt haben. Das haben wir also auf der Ebene interchangeable verwendet. Wir haben auf der Zwischencode-Maschine auch meist drei Adressbefehle, also zwei Quelloperanden und ein Zieloperand. Und bei dem Callbefehl haben wir uns sogar das gegönnt, dass wir unendlich viele Quelloperanden haben können. Und wir haben uns bei der Zwischencode-Maschine überhaupt keine Gedanken darum gemacht, wie dieses Programm tatsächlich gespeichert wird. In unserem Übungsübersetzer ist es so, dass dieses Zwischencode-Programm einfach Objekte im Übersetzerzustand sind, die dort angelegt wurden und die verzeigert wurden. Die Basisblöcke sind da ungeordnet, die haben einfach Zeiger zwischeneinander. Der realen Maschine sieht das alles ganz anders aus. Ja, also da haben wir quasi
sowas in der Art. Ne? Also das hier ist jetzt so Binärcode als hexadezimal dargestellt. Keine Sorge, wir gehen dieser Veranstaltung nicht runter bis auf die Codierungsebene. Wir geben nur Assembler aus. Aber da haben wir ganz andere Abstraktionen zur Verfügung. Zum einen haben wir eine viel schwächere Speicherabstraktion. Wir haben nur 6 Ganzzahlregister auf Intel 32-Bit. Wir haben nur endlich viel Speicher an der Stelle. Aber da gehen wir von aus, der Speicher sollte. Bei den Befehlen sieht es auch so aus, wir haben viel weniger mächtige Befehle. Teilweise haben wir, also andere Semantik. Ja. Zum Beispiel ist bei 32-Bit Intel so, dass die meisten Befehle eben 2 Operanden haben, wobei ein Operand sowohl Quell- als auch Zielregister ist. Das heißt, das Register wird verändert mit der Operation. Ausführen, dann erhöht sich der Inhalt des Registers und es wird nicht ein drittes Register geschrieben. Wir haben unterschiedliche Adressierungsmodi und vielleicht noch sehr komplexe Befehle, weil wir zum Beispiel einen CISC-Instruktionssatz. Und bei der Speicherung des Programms ist es so, da müssen wir irgendwie mit dem Betriebssystem zusammenarbeiten. Da haben wir die Situation, das Betriebssystem muss ja dafür sorgen, dass die Datei, in die wir das Programm speichern, dann später als Prozess ausgeführt werden kann. Wir haben da auch die Situation, dass der Code ja irgendwie in diesen linearen Speicher eingelegt werden muss. Also da haben wir nur, da haben wir keine graphartige Kontrollflussgraphstruktur, sondern da haben wir einfach nur eine lineare Sequenz von Instruktionen. Was wir jetzt machen müssen in dieser Vorlesung, ist diesen Schritt, diese letzte semantische Lücke zu überbrücken. Ja, das heißt, wir müssen von dem Zwischencode auf zum Beispiel Intel 32-Bit kommen. Die 3 Aspekte, Speicherabstraktion, Befehle und Speicherung des Programms, die werden wir uns in dieser Veranstaltung anschauen, wie wir es schaffen, dort die semantische Lücke zu überspringen. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir uns mit dieser Speicherabstraktion auseinandersetzen. Wie schaffen wir es von den unendlich vielen Parametern auf eine Abstraktion, die nur 6 Register hat und ansonsten ein bisschen Speicher, da Funktionsaufruf abzubilden. Deswegen schauen wir uns als erstes an den Callframe. Ja, wie sehen diese Callframes auf der Ebene der Maschine tatsächlich aus? Wie sieht das jetzt nochmal auf Zwischencode-Ebene, wenn wir da semantisch mal drüber nachdenken? Wenn wir so einen Funktionsaufruf haben, dann haben wir da 2 Teilnehmer an diesem Funktionsaufruf. Wir haben einmal die Seite des Aufrufers, das nennen wir die Caller-Seite, und wir haben einmal die Seite des Aufgerufenen, das ist die Funktion, die wir aufrufen, nennen wir die Callee-Seite. Und mit diesem Funktionsaufruf, mit dieser IR-Instruktion Callbar, rufen wir die Funktion bar auf. Und wir haben hier hinten Argumente, die wir quasi übertragen in den Kontext von dem Caller. Also diese Parameter, die kommen irgendwie magisch bei dem Callee an. Dazu nochmal zur Erinnerung, wenn wir eine Funktion aufrufen, dann erzeugen wir eine neue Funktionsinstanz. Das heißt einen neuen Satz an lokalen Variablen. Wir haben da schon mal bei der Namensauflösungsvorlesung drüber geredet, dass dort ein eigener Callframe angelegt wird und die lokalen Variablen dann über diesen Callframe gebunden werden. Da haben wir das noch relativ abstrakt besprochen mit dem Callframe. Heute werden wir uns das sehr, sehr technisch anschauen, dass wir auch anschauen, wie das im Speicher aussieht. Und dieser Callframe, das ist ein Objekt, das vom Compiler quasi erdacht wird für diese Funktion, und in diesem Callframe ist alles das drin gespeichert, was wir über diese Funktionsinstanz, also über diesen konkreten Aufruf dieser Funktion wissen müssen. Da sind die Parameter drin gespeichert, also die Argumente, die an die Parameter gebunden werden. Da ist die Rücksprungadresse, also wo müssen wir hin zurückspringen, wenn der Callee fertig ist, also wo geht es bei dem Return wieder hin. Und natürlich brauchen wir da auch Platz für die ganzen lokalen Variablen. Am Ende des Tages haben wir nur 6 Register, aber 100 lokale Variablen. Irgendwie müssen wir das mit Speicher abbilden. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, das auf der Ebene des IR-Codes, dann müssen wir, wenn wir zur realen Maschine gehen wollen, einige Entscheidungen treffen. Ja, für diesen Callframe müssen wir uns nämlich überlegen, wo liegen denn eigentlich die Daten in diesem Callframe? Also wie sieht denn das Datenlayout von diesem Callframe aus? Und wenn ich jetzt Datenlayout sage, dann muss bei Ihnen klingeln, weil da haben wir ja vor 2 Vorlesungen schon mal drüber geredet,
wo wir uns angeschaut haben, wie so ein Compiler das Datenlayout für einen Record-Typen ausdenkt, dass man da mit Offsets arbeitet, dass man quasi einen so einen Pointer hat, der irgendwie den Beginn von so einem Objekt zeigt und alle Felder können dann relativ zu diesem Offset adressiert werden. Und ein bisschen ist das hier auch so. Also so ein Callframe ist im Grunde ein Record, der nicht im Programm steht, sondern der vom Compiler erdacht wird und wo sich der Compiler auch ein Datenlayout für ausdenken. Wir müssen uns auch überlegen, wer hat denn eigentlich Verantwortung für diesen Callframe? Also wer baut den Callframe auf, wer füllt ihn mit Daten und wer tut ihn am Ende auch wieder abräumen? Und wir müssen uns überlegen, wie sehen denn für einen Funktionsaufruf die Invarianten aus? Also wir haben vor dem Funktionsaufruf Inhalte in den Registern. Und dann passiert auf der Seite des Aufrufers diese Call-Instruktion. Und die Frage ist, der Maschinenzustand, wie sieht der hinter dem Call aus? Sind vielleicht noch manche der Register, müssen die immer noch den alten Wert haben, der auch davor schon gegolten hat? Oder muss der Code, der hier dahinter kommt, annehmen, dass alle Inhalte in den Registern quasi zerstört wurden? Welche Registerinhalte werden über einen Funktionsaufruf hinweg gerettet oder erhalten? So, und die Antworten auf diese drei Fragen, die ergeben sich alle in der Aufrufkonvention. Die Aufrufkonvention, das denken wir uns aus. Also das ist eine Entscheidung, die auf Design-Ebene passiert. Das ist nicht abhängig von der Maschine. Also die Maschine gibt nicht vor, was Aufrufkonvention sein muss, sondern es ist eher eine Designentscheidung des Betriebssystems häufig oder des Compiler-Entwicklers, welche Aufrufkonvention es so gibt. Und in so einer Aufrufkonvention, da sind einige Sachen festgelegt. Das sind Festschreibungen, keine Naturgesetze. Könnte man manchmal auch anders machen. In der Aufrufkonvention steht zum Beispiel drin, wie ein Argument an eine Funktion übergeben wird. In der Aufrufkonvention steht auch drin, welche Register muss denn der Callee erhalten? Welche Inhalte muss der, darf der denn nicht verändern? Welche Register müssen vor und nach dem Funktionsaufruf die gleichen Werte haben? Callee Safe Register nennen. Und es steht auch drin, wo der Caller dann den Rückgabewert auslesen kann. Und ich habe schon angedeutet, diese Aufrufkonventionen, die werden in Zusammenarbeit von Betriebssystem und Übersetzer festgelegt. Also es gibt Manuals, wo drin steht, wie die Aufrufkonvention unter Linux für Intel 32-Bit normalerweise aussieht. Und der große Vorteil, wenn man so eine Aufrufkonvention hat, ja, ist, dass man zum einen Funktionen unabhängig voneinander kompilieren kann. Also Sie können hergehen und können in einer Datei einmal den GCC aufrufen, der die aufgerufene Seite beinhaltet, also die Funktion, die wir aufrufen wollen. Und der Code, der da drin ist, der kann sich darauf verlassen, dass die Aufrufkonvention auf der anderen Seite, in einer anderen Datei, wo Call-Site steht, also der Aufrufer, dass die beiden den Call-Frame gleich aufbauen. Also da brauchen wir diese Konvention, weil wir zwei Invokationen vom Compiler haben, zweimal den Compiler starten und beide Seiten Code erzeugen, die zusammenarbeiten. Das heißt, da brauchen wir eine Art Protokoll oder Konvention, die beide zusammenarbeiten. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, dass wir sogar zwischen unterschiedlichen Übersetzern zusammenarbeiten haben können. Wir können auch zwischen unterschiedlichen Sprachenfunktionen aufrufen, wenn beide sich an die Aufrufkonvention halten. Das ist zum Beispiel der Grund, wieso man aus ganz vielen Programmiersprachen über eine Library-Funktion C-Funktionen aufrufen kann, weil C-Funktionen sich eine sehr einfache Aufrufkonvention haben und man deswegen aus quasi jeder Sprache eine C-Funktion mit mehr oder weniger Umweg aufrufen kann. Und als Beispiel werden wir uns heute die System 5 Calling Convention für C anschauen, wie sie auf Intel 32-Bit gilt. Wir werden das noch im Detail besprechen, aber so die grobe Outline von dieser Calling Convention ist, dass der Callee den Callframe auf dem Stack zur Hälfte anlegt und dann die letzten Reste auch tatsächlich wieder abrollt. Und die Argumente werden bei dieser Aufrufkonvention von rechts nach links auf den Stack gelegt. Da werden wir auch gleich sehen, welche Vorteile das hat. Die Rückgabewerte werden dann in ERX gelegt, ins Register ERX oder wenn es ein Float ist, ja, hat er dann mit 64-Bit, hat er so ein Double, einen größeren Wertebereich, dann in dem Floating-Point-Register ST0.
Das heißt, in der Calling Convention steht drin, wie unterschiedliche Datentypen zurückgegeben werden. Wenn wir jetzt ein Objekt haben, das größer ist als eins der Register, dann muss der Aufrufer einen Pointer mitgeben, wo das Ergebnis hingespeichert wird. Und das ist auch was uns schon bekannt vorkommt. Ja, da haben wir im Grunde bei dieser Record-Aufgabe auch schon drüber geredet. Diesen Teil hätten wir schon abgearbeitet auf der Ebene der Zwischencode. Und die System 5 Calling Convention legt fest, was die Callee-Safe-Register, das heißt, welche Register eine Funktion erhalten muss. Wenn sie die Register verwenden will, dann muss sie vorher die Inhalte dieser Register sichern, bevor sie anfängt, diese Register zu verwenden. Und am Ende, kurz bevor sie zurückkehrt, muss sie diese Register auch wieder herstellen. Das ist die Calling Convention für System 5. Jetzt wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, wie das passiert. Ach ja, es gibt, das ist auch noch wichtig, es gibt für dieses Intel 32-Bit ganz viele unterschiedliche Calling Conventions, weil es sind ja nur Konventionen. Man könnte sich die auch anders ausdenken. Zum Beispiel Syscall, Optlink, Pascal, Standardcall, einen ganzen Haufen, wo unterschiedliche Sprachen in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Aufrufkonventionen verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie ein C-Programm auf Windows übersetzen, Sie eine andere Aufrufkonvention, wie als wenn Sie die unter Linux übersetzen. Also diese Art und Weise, wie Parameter übergeben werden und die Rückgabewerte wieder zurückkommen, die sind unterschiedlich, je nachdem, für welches Betriebssystem Sie ein Binary übersetzen. So, aber jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Beispiel, wie so ein Intel 32-Bit Callframe aussieht. Dazu sagen wir ganz vorausschauend erstmal, auf Intel 32-Bit wächst der Stack von oben nach unten. Ich habe hier auf der linken Seite hier mal den Stack schematisch angemalt. Ja, also das hier ist ein Stück Speicher und wir werden von oben nach unten hier Datenwerte auf diesen Stack speichern, während wir so einen Funktionsaufruf tätigen. Gleichzeitig haben wir hier das ESP-Register. Das ist der Stackpointer auf Intel 32-Bit. Und dieser Stackpointer, der zeigt immer auf das aktuell oberste valide Wort auf dem Stack. Wenn wir jetzt einen Funktionsaufruf tätigen wollen, dann haben wir schon gesagt, da müssen zwei Seiten zusammenarbeiten und diese zwei Seiten, die sind zusammen die Aufrufsequenz. Wir haben auf Seite des Callers einige Befehle, die dafür sorgen, dass die Argumente auf den Stack kommen, um übertragen zu werden und auf Seite des Callees dann Code, der darauf zugreift. So. Und diese Aufrufsequenz, die schauen wir uns jetzt mal an. So, das Erste, was passiert auf Seiten des Callers, also der die Funktion aufrufen will, ist, dass wir die Argumente von rechts nach links auf den Stack pushen. Ja? Und das ermöglicht es uns, dass wir Funktionen mit beliebig vielen Argumenten aufrufen können, weil die Funktion gar nicht wissen muss, wie viele Argumente sie bekommt, um auf das erste Argument zuzugreifen. Ja? Jetzt tun wir mal hier noch die anderen beiden Argumente mit auf den Stack legen, weil egal wie viele Argumente jetzt hier unten noch wären, so bis ganz nach oben, das ist völlig egal, auf das oberste Element können wir immer zugreifen. Ja, und deswegen müssen die Argumente von rechts nach links auf den Stack gelegt werden, weil sonst sowas wie printf einfach gar nicht funktionieren könnte. Ja, das printf zwingt uns quasi dazu, das so zu machen, die in umgekehrter Reihenfolge auf den Stack zu legen. Was Sie jetzt auch sehen, nachdem wir hier diese drei Argumente draufgelegt haben, ist, dass ich hier rechts neben den Callframe noch hingeschrieben habe, mit welchem relativen Offset zum Stackpointer die jeweiligen Argumente zugegriffen werden können. Das heißt, wenn Sie momentan zu dieser Stelle das hier im Assembler hinschreiben, dann können Sie auf Argument 0 zugreifen. Wenn Sie das mit dem Offset 8 machen, dann tun Sie auf das Argument 2 zugreifen. Und dieses Pushen der Argumente, das passiert, wie gesagt, noch auf der Caller-Seite. Es gibt jetzt irgendwann den Moment, wo wir sagen, alle Argumente sind auf dem Stack. Jetzt wollen wir die Funktion wirklich aufrufen. Und das passiert, indem wir die Call-Instruktion. Die Call-Instruktion auf der Maschinenebene, die bekommt eben keine Argumente. Das ist im Grunde nur eine Art von Jump, wo zusätzlich noch eine Return-Adresse auf den Stack gepusht wird. Das heißt hier, diese Return-Adresse, die wird jetzt von der Hardware auf den Stack gelegt. Und wie Sie sehen, hier die relativen Offset zum ESP, die haben sich nochmal geändert. Das ist alles noch ein bisschen nach oben geschoben worden, dass die Return-Adresse eben
mit relativ null zugegriffen werden. Und mit diesem Call haben wir jetzt die Kontrolle an die aufgerufene Funktion übergeben. Die hat jetzt die Maschine, die findet genau diese Situation vor und kann jetzt mit den Argumenten arbeiten. So. Und was die vor allem ganz am Anfang machen wird, ist, na, die braucht ja relativ viel Platz für ihre eigenen lokalen Parameter. Und deswegen kann der Callee hier unten noch mehr Raum anlegen für die ganzen lokalen Parameter. Wir können beim Übersetzer uns überlegen, wie viele lokale Variablen haben wir. Das nehmen wir mal 4 und genau so viel Platz tun wir hier allokieren. Das machen wir, indem wir den Stackpointer einfach ein bisschen nach unten schieben, indem wir davon was abziehen. Und wenn das hier bekannt ist, wenn die Größe hier bekannt ist, dann können wir weiterhin auf diese Argumente hier zugreifen, indem wir da das x immer drauf addieren. Also die Größe von diesem Datenbereich, der hier noch die lokalen Variablen beinhaltet. Jetzt ist es aber meistens so, manchmal will man auch noch hier variabelgroße Daten drin haben in diesem Call-Framework. Das ganze Ding hier zusammen, die lokalen Variablen, die Argumente und die Return-Adresse, die machen ja den Call-Frame aus. Und wir haben hier die relativen Offsets, um auf die einzelnen Elemente zugreifen zu können. Stellen Sie sich das ganze Ding ruhig als ein Struct vor. Jetzt ist es aber so, naja, wenn wir hier jetzt beliebig viele Daten noch allokieren wollen würden, weil wir zum Beispiel so einen Stack-Allok haben, wie es tatsächlich in unserem Zwischencode möglich ist, dann würde ja hier der Zugriff auf diese Variablen hier immer eine komplexe Adressberechnung bedeuten. Das wollen wir uns aber eigentlich sparen. Deswegen tut man normalerweise noch ein zusätzliches Register verwenden, was mitten in diesen Callframe hineinzeigt, nämlich den Basispointer. Und dieser Basispointer ist ein weiteres Register, was wir hier in der Mitte einziehen, was wir vom Stackpointer zum Beginn der Funktion ableiten, deswegen ist hier auch als zweiter Schritt eingeblendet. Und dieser Basepointer, der führt dazu, dass wir auf diese ganzen Argumente mit positiven, konstanten Offsets auf die einzelnen Argumente zugreifen können, egal wie viel Platz wir hier unten noch allokieren, indem wir den Stackpointer weiter nach oben schieben. Also nach oben. Dafür hat man dann normalerweise hier so eine Sequenz aus zwei Befehlen. Wir sichern den alten EBP. Ja, das brauchen wir, weil das ein Callee-Safe-Register ist. Wir müssen den EBP, wenn wir zurückkehren, wieder restaurieren. Und dann erzeugen wir hier zwischendurch einen neuen EBP, indem wir den ESP hier in EBP reinschieben. Auf die Art und Weise haben wir einen Callframe. Und wir haben zwei Pointer in diesem Callframe. Einmal den EBP, der hier mitten rein zeigt. Und einmal den ESP, der hier ganz unten an den Callframe zeigt. Und so können wir auf alle Elemente von diesem Callframe ohne Probleme zugreifen. Wenn wir irgendwann fertig sind mit unserem Funktionsaufruf, dann müssen wir eine Rolle rückwärts machen und müssen das Ganze wieder abarbeiten. Also wir müssen das alles wieder so machen wie vorher. Ja, dazu tun wir zuerst mal die ganzen lokalen Variablen vom Stack wieder runterholen, indem wir den ESP hier wieder nach oben schieben und dann führen wir eine RET-Instruktion aus, um zurückzuspringen. Ja, über diese Return-Adresse und der Caller ist dann dafür verantwortlich, dass diese Argumente wieder vom Stack runtergenommen werden. Weil nur der weiß ja bei einer Funktion mit variabel vielen Argumenten, wie viele Argumente tatsächlich am Stack gelegen haben. Und wenn wir damit fertig sind, dann haben wir unseren Funktionsaufruf vollständig durchgeführt. Wir haben einmal einen Callframe aufgebaut, konnten den während des Funktionsaufrufs verwenden. Dort hatten wir lokale Variablen, die spezifisch waren für diese Funktionsinstanz. Und am Ende haben wir das wieder abgebaut in Zusammenarbeit zwischen Caller und Callee. Ich sehe, wir haben eine Frage. Das passt ja. Genau, die Frage lautet, passiert das auch, wenn man weiß, dass man keine variable Größe in einer Funktion haben wird? Das kommt drauf an. Also in der Standardeinstellung kann man dem ECC sagen, nimm einen Basepointer nur dann, wenn du wirklich einen brauchst. Das Problem ist, wenn man keinen Basepointer hat, ist es viel schwieriger, den Stack zu dekodieren. Das heißt, zum Debuggen will man eigentlich immer diesen Basepointer haben. Der macht es allerdings ein bisschen ineffizient. Wenn man keinen Basepointer verwendet, kann man dieses Basepointer-Register tatsächlich verwenden als zusätzliches Register, mit dem man rechnen kann, was bei Intel 32-Bit schon gar nicht so super unwichtig ist, weil insgesamt hat man 8 Register,
6 davon kann man beliebig verwenden. Und wenn man jetzt das Base-Pointer-Register auch noch verwenden könnte, das wäre total schick. Also da gibt es so ein bisschen Trade-off dazwischen. Man kann den Compiler zwingen, einen zweiten verwenden. Teilweise für manche Call-Frames, für manche Funktionen braucht man sogar tatsächlich 3 Zeiger. Das ist aber eine ganz komische Geschichte mit Stack-Alignment und schlimme Geschichte. 3 Register nur für den Stack zu verwenden, ist schon schwierig. So, ich sehe, ich mache mehr Fragen, als ich antworte. Das ist ja gut. Ja, das sind unabhängige Fragen, keine Angst. Okay. Die zweite Frage ist, wer aufräumt, wenn man mit einem Go-To aus der Funktion rausspringt? Ja, das sollte man halt nicht machen, ne? Also, es ist in Standard C gar nicht erlaubt, mit einem Go-To aus einer Funktion rauszuspringen. Es gibt eine GCC-Extension, mit der man so ja, computed Go-Tos über Funktionen hinweg machen kann. Dann weiß der Compiler ja bei der Go-To-Stelle, er verlässt jetzt die Funktion und dann kann er es an der Stelle machen. Deswegen machen wir das nicht. Ja, also mit Go-To aus einer Funktion rausspringen, das führt dazu, dass der halbe Call-Frame irgendwie auf dem Stack bleibt und der Stack kaputt geht. Deswegen ist das nicht gut. Deswegen Go-Tos are considered harmful. Es geht halt in C eigentlich nicht. So, genau. Die letzte Frage bezieht sich auf Stack-Alloc. Und zwar, ob man da Probleme bekommt, wenn man Stack-Alloc aufruft und dann eine Funktion aufruft. Nee, tut mir nicht. Also Stack-Alloc würde Folgendes tun. Stack-Alloc würde diesen ESP, also für Stack-Alloc brauchen wir eine lokale Variable. Die wäre hier irgendwo hier unten drin. Da würden wir eine lokale Variable vermuten mit einem EBP-Offset, der negativ ist. Irgendwie zum Beispiel hier der erste Slot hier unter diesem gespeicherten EBP. Und wenn wir Stack-Alloc dann tatsächlich aufrufen, dann nehmen wir diesen ESP, wir schieben den ein Stück nach unten, ja, und würden den Wert von ESP, der hier in die Mitte zeigt, in diesen bekannten Slot reinschreiben. Und dann haben wir überhaupt kein Problem. Ja. Also wir hätten hier einfach nur den Allokator, indem wir den Stackpointer immer ein Stückchen weiter nach unten schieben und diese Pointer, die von Stackalloc erzeugt werden, die sind in Variablen, die eine bekannte Adresse haben. Deswegen ist das kein Problem. Deswegen können wir Stackalloc einfach implementieren, indem wir ESP einfach abziehen, ja, was runter. Genau, ich denke, damit hast du erstmal alle offenen Fragen beantwortet. Genau. So. Und ja, wie ist das jetzt? Jetzt haben wir mehrere von diesen Aufrufkonventionen. Wie ist das? Also, wie unterscheiden diese sich? Wieso gibt es da überhaupt mehrere davon? Und die erste Frage ist, wie die sich unterscheiden, ist die Frage, wie werden die Argumente übergeben? Könnt ihr hergehen und sagen, ja, wir haben hier so viele schöne Register, wieso wollen wir die in den Speicher schreiben und auf der anderen Seite popeln wir die aus dem Speicher? Wieso tun wir die nicht in den Register laden und sind sie auf der anderen Seite schon in einem Register vorhanden und müssen dort nicht aus dem Speicher geladen werden? Da gibt es durchaus Aufrufkonventionen, die sagen, naja, die ersten N-Argumente können tatsächlich über Register übergeben werden. Das spart Speicherzugriff. Das ist eine Möglichkeit, wie sich Aufrufkonventionen voneinander unterscheiden können. Dann hatte ich ja drüber geredet, über den Maschinenzustand, der ja erhalten bleiben muss über einen Funktionsaufruf hinweg. Das ist die Frage, wie viele Register sind Callee safe und wie viele Register sind Caller safe. Und da gibt es einen gewissen Trade-off dazwischen, wo man sagt, naja, also das eine führt dazu, dass man mehr auf der Aufrufenseite sichern muss, auch wenn man sie vielleicht gar nicht braucht, diese Register auf der aufgerufenen Seite. Aber wenn man viel sichert, dann können Blattfunktionen vielleicht nur in Registern arbeiten, ohne dass sie irgendwas sichern müssen. Das ist so ein gewisser Trade-off, deswegen sagt man am meisten so Hälfte, Hälfte. Die Hälfte der Register werden Callee-safe, die anderen werden Caller-safe. Also haben die Aufgaben, die Register zu sichern, fair aufgeteilt zwischen den beiden Seiten. Und zusätzlich können sich Aufrufkonventionen dadurch unterscheiden, dass man vielleicht noch einen zusätzlichen Aufrufkontext mitgeben will. Zum Beispiel in C++ haben wir ja immer die Situation, dass wir diesen This-Pointer, diesen impliziten Parameter, auch irgendwie noch übergeben. Und deswegen gibt es diese this-call-Aufrufkonvention, die den Pointer auf das Objekt, auf dem wir die Methode aufrufen, in ECX übergeben, auf Intel 32. Oder, was ich schon gesagt habe, hier so Rückgabeobjekte, dass man da einen Pointer drauf hat, wo man die reinschreiben kann. Da gibt es dann auch so einen zusätzlichen nullten Parameter. Darin unterscheiden sich die auch. So, wie sieht das jetzt aus? Wir haben eine Funktion aufgerufen. Das ist doch super. Wir haben die Parameter in unsere neu aufgerufene Funktion übergeben. Was wir gemacht haben, ganz am Anfang, in so einer Art Funktionsprolog, ist, dass wir den alten Basispointer gesichert haben.
Wir haben einen neuen Basispointer erzeugt hier mit diesem ESP und wir können jetzt auf die Argumente mit so einem positiven konstanten Offset zugreifen. Ne? Den EBP, den wir hier erzeugt haben, und damit können wir auf die Argumente. Jetzt schaut es aber weiter aus. Wir müssen jetzt ja irgendwie diesen Function Body übersetzen. Ja, und in diesem Function Body, da sind jetzt unsere R-Befehle drin. Und da haben wir erstmal unendlich viele Register, die da sein können. Ganz viele lokale Variablen, aber unsere Maschine kann ja nur endlich viele Register haben. Das heißt, wir können nicht einfach jede Variable nehmen und dann ein Register binden, weil na, haben wir nur 6, aber 100 Variablen, das ist doof. Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wie wir das machen können, aber ich zeige Ihnen jetzt mal eine einfache, wie man das macht. Ich werde Ihnen heute relativ viele einfache Dinge zeigen, die man in ganz vielen Varianten noch verfeinern kann. Und damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie es so minimal geht, schauen wir uns das. Was wir dazu machen, ist, dass wir jede IR-Variable auf eine Speicherstelle in dem Callframe abbilden. Das tun für jede Variable einen Slot, nennen wir die, in dem Callframe anlegen. Dazu gehen wir hier in unserem Code, der diese Abbildung auf Maschinencode macht, alle Variablen der Funktion durch, enumerieren die und geben denen so eine Slotnummer, beginnt bei 0. Und wir geben denen so einen EBP-Offset, der abhängig von dieser Slotnummer ist, dass die alle an unterschiedlichen Speicheradressen sind. Das heißt, wir bauen hier so einen relativen Offset und wie Sie sehen, der wird hier negativ. Wie die Argumente ins Positive gehen, da wachsen die Variablen ins Negative, weil diese Variablen-Slots dann relativ zum Basiszeiger adressiert werden können. So. Wenn Sie einen richtigen Compiler haben, dann, also so GCC, der macht sich da deutlich mehr Mühe. Der wird vielleicht mal so 2 Variablen nehmen, von denen er weiß, die werden nie gleichzeitig benutzt und dann shared man mal so einen Slot von einer Variable. Oder man macht noch irgendwelche klugen Registerallokationen. Das ist aber alles, was wir uns heute nicht anschauen. Wir schauen uns heute wirklich nur die Basis-Basis-Variante an und kommen deswegen zum nächsten Abschnitt dieser Vorlesung, nämlich zu der Frage, wie werden Befehle ausgewählt und wie machen wir Registerallokationen? Was sind das überhaupt für 2 Probleme? Wir haben auf der einen Seite die Befehlsauswahl. Da gehen wir für jeden IR-Befehl, den wir haben, in unserem Programm her und überlegen uns, wie können wir die Semantik von diesem IR-Befehl jetzt mit Assembler-Instruktionen der Maschine, die wir haben, abbilden. Kann eine einzelne Instruktion sein, zum Beispiel ein Add auf IR-Ebene ist vielleicht tatsächlich nur ein Add auf unserer Maschinenebene. Das kann auch sein, dass da längere Sequenzen dabei nötig werden, weil der IR-Befehl vielleicht komplexer ist. All ist da ein Beispiel. Da muss man relativ viele Assembler-Instruktionen dafür hinbauen. Und dann haben wir zusätzlich noch die Situation, wir brauchen ja Register. Also wir müssen bestimmen, in welchem Code-Abschnitt, in welchem Assembler-Abschnitt, welche Variable, die ja eigentlich in den Slots leben, von dem Callframe, in welchem CPU-Register lebt. Weil die Befehle, die wir auswählen, die arbeiten ja auf Registern und nicht auf Speicherstellen. Allgemein jedenfalls. Deswegen haben wir hier diese 2 Probleme, die wir lösen müssen, wenn wir das IR-Programm übersetzen wollen. Wir müssen für jeden Befehl uns überlegen, wie bilden wir den auf dem Maschineninstruktion ab und wir müssen uns überlegen, welche Register sollen in diesen Maschineninstruktionen verwendet werden. Das klingt ja jetzt erstmal einfach, aber ich muss Sie enttäuschen, so einfach ist es leider nicht. Bei der Befehlsauswahl ist es so, es ist echt nicht eindeutig. So Maschinen können echt komplexe Befehle haben. Zum Beispiel AMD 64 kennt 36 verschiedene Varianten, Werte zwischen Speicher und Register, Register und Register, Register und Speicher hin und her zu transferieren. All diese Varianten haben unterschiedliche Programmgröße, die haben unterschiedliche Laufzeit und die haben vielleicht auch noch einen unterschiedlichen Energieverbrauch. So, wenn Sie jetzt die Frage stellen, was ist die optimale Sequenz von Befehlen für dieses IR-Programm? Es wird aufwendig. Also Sie können sich leicht irgendeine ausdenken. Ja, das ist das, was wir heute auch machen werden. Aber wenn Sie die optimale wollen, möglichst schnell abläuft, dann müssten Sie eigentlich immer
die gesamte IR-Befehlsequenz anschauen. Eigentlich müssten Sie sich das gesamte Programm auf einmal anschauen und dann sagen, das ist die optimale Variante, weil, naja, die Übersetzung dann nicht so 1:1 machen kann, sondern vielleicht kann man die Sequenzen für zwei IR-Befehle in einem einzelnen Maschinenbefehl bündeln. Und ganz im Allgemeinen ist dieses Befehlsauswahlproblem NP-vollständig. Blöd. Immer wenn jemand sagt, es ist NP-vollständig, müssen sie sagen, das ist aber echt schade. Ich gehe vielleicht doch wieder irgendwas mit Holz. Okay, Befehlsauswahl, NP-vollständig. Aber vielleicht ist ja die Registerallokation nett. Turns out, das Problem, dass wir Variablen an Register binden, ja, in so einem Programmablauf. Wir haben viel mehr Variablen, als wir Register haben, ist leider auch NP-vollständig. Wir müssen das nämlich über alle Kontrollflüsse konsistent machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein If und es fließt irgendwo zusammen. Und der eine Part, der tut die Variable in EAX speichern und der andere tut sie in EBX speichern. Dann kann der Code, wo es zusammenfließt, ja nicht davon ausgehen, dass diese Variable irgendwo im Register ist. Man müsste ja entscheiden, naja, EAX oder in EBX. Außerdem ist die Entscheidung, welche Variablen Sie in den Registern halten und welche Sie wieder in den Speicher zurückschreiben, hat massive Auswirkungen auf die Performance. Aus einem Register lesen ist sehr schnell. Das geht in einem Zyklus. Jeder Befehl tut ja ständig aus Registern lesen. Wenn Sie aber aus dem Speicher lesen, kommt es darauf an, ist das Ding schon im Cache. Dann schaffen Sie das bei L1 vielleicht in 4 Zyklen. Wenn das aber irgendwie direkt aus dem Speicher geladen werden muss, ganz lange weit weg aus dem DRAM, dann kann das 60 und 100 Zyklen brauchen. Und hier die optimale Registerallokation zu finden, die macht, dass das Programm so schnell wie möglich abläuft, das ist leider auch NP-vollständig. Wenn Sie jetzt dachten, es ist schlimm, dann habe ich hier noch ein Overlay für Sie, das kommt alles noch viel schlimmer. Denn diese beiden Probleme interagieren auch noch miteinander. Jetzt ist es nämlich so, dass nicht jeder Befehl mit jedem Register immer funktioniert. Das heißt, wenn Sie eine Registerallokation machen, dann müssten Sie manchmal der Befehl, der verwendet wird, noch austauschen, um das wirklich optimale Ergebnis zu machen. Das heißt, Sie beeinflussen sich gegenseitig und wenn man zwei gekoppelte NP-vollständige Probleme hat, dann wird es ganz sicher nicht schneller und auch nicht einfacher. Ja? Und deswegen schauen wir uns das nicht an mit dem Ziel, dass wir es optimal machen, sondern wir schauen uns in dieser Vorlesung nur an, dass wir es überhaupt auf die Reihe bekommen, so ein IR-Programm abzubilden. Deswegen schauen wir uns zunächst mal an, wenn das alles zu kompliziert ist, dann schauen wir uns doch mal den einfachsten Basisfall an. Das ist auch immer eine ganz gute Vorgehensweise für so einen Informatiker. Okay, es ist alles zu kompliziert, ich kriege es nicht effizient hin, jetzt schreibe ich mal irgendeine Lösung hin und überlege mir, was sind die Charakteristika, die machen, dass es langsam ist. Und wir machen jetzt mal die Befehlsauswahl mit einer Methode, die heißt Makroexpansion und eine Registerallokation, die Spilling macht. Wir fangen jetzt hier an, dass wir hier oben eine IR-Instruktion haben, die wir ja, abbilden wollen auf Maschinencode. Dazu fangen wir erstmal an, dass wir die Makroexpansion machen. Und Makroexpansion funktioniert so, dass wir für jeden IR-Befehl, den wir haben, also für jede Klasse, zum Beispiel für alle Adds, eine Schablone nehmen, in der Platzhalter drin vorkommen. Diese Schablone für das Add beinhaltet den Maschinenbefehl Add, wo zwei Register drin vorkommen. Das heißt hier, das sind Registeroperanden und wir haben Platzhalter dafür. Und an diesem Template hängen noch zusätzliche Anweisungen dran, wie die Operanden, die hier oben in dem IR-Code sind, wie die hier unten geladen werden. Wir sagen, naja, der erste Operand, hier der erste Quelloperand, der muss in ein Register R1, was noch festzulegen ist, vom Registerallokator geladen werden und das zweite muss in das R2 geladen werden. Dann werden das, was wir hier bestimmen für R1 und R2, hier eingesetzt und am Ende wollen wir das Register von R2 hier wegsichern in den Zieloperand. Ja, das heißt, das hier ist die Schablone für diesen IR-Befehl. Dann gehen wir her bei der Makroexpansion und expandieren dieses Makro, instanzieren das einmal für diesen IR-Befehl. Das heißt, wir sagen, naja, hier dieses Y, das geht jetzt in diesen Nupsi, in diesen Eingang von dem Template rein, das Z geht hier rein und das hier unten ist das X. Und mit dieser instanziierten Schablone können wir dann zum Registerallokator gehen und können sagen, jetzt überleg dir mal, welche Register du verwenden willst und wie du diese Variablen in diese Register bekommst und wie du die Ergebnisse wieder in die Variablen bekommst.
Und die einfachste Variante, diese Registerallokation zu machen, ist Spinning. Die Idee dabei ist, dass wir für jede einzelne Instruktion hergehen und sagen, wir laden Variablen aus ihrem Slot vor der Instruktion in Register. Dann führen wir tatsächlich hier diesen Mittelteil aus, der die Berechnung durchführt, und direkt danach schreiben wir das Ergebnis wieder in die Variable. Und weil wir für jede Instruktion laden, verarbeiten, speichern, nennen wir das den Spilling-Allokator, weil dieses Zurückschreiben in den Speicher, dieser Prozess heißt Register-Spilling. Ja? Weil wir hier unten das immer wieder zurückschreiben, deswegen ein Spilling-Allokator. So, jetzt haben wir hier quasi das Laden der Variablen schon mal eingesetzt, aber natürlich haben wir auf der Assembler-Ebene nicht so lustige bunte Boxen, sondern wir müssen dort jetzt die tatsächlichen Referenzen relativ zum Base-Pointer, hier ein Argument, da eine lokale Variable, positiv, negativ, daran sieht man das, und hier noch eine lokale Variable einsetzen. Dann nehmen wir die lustigen Boxen weg und haben eine Assembler-Sequenz aus 4 Befehlen, die exakt hier oben diesen IR-Befehl implementiert. Ist es nicht schön? Wir haben einen vollständigen Übersetzer geschrieben. Wir müssen es einfach jetzt nur für jede einzelne Instruktion durchführen und gut ist. Ganz einfach. Es gibt allerdings 3 kleinere Probleme mit diesem Art des zu Übersetzens. Ja, für diese Minimallösung haben wir 3 Probleme. Es ist ineffizient, es ist ineffizient und es ist ineffizient. Warum ist es ineffizient? Das kann man ja mal fragen. Zum einen ist es ineffizient, weil wir Register ständig neu laden. Wir laden die, wir verarbeiten die und wir tun eins davon, ändern und zurückschreiben. Weil die anderen Register, die hat auch niemand kaputt gemacht. Wir tun ohne Not Register, also Werte, laden und wieder schreiben. Ganz viele Speicherzugriffe. Und selbst wenn die aus dem warmen Cache kommen, geht es kaputt. Also hier oben sehen wir zum Beispiel so eine Situation, wo hier eine Instruktion ist, wo das Ergebnis der Instruktion in den Slot geschrieben wird und im nächsten Schritt wir aus dem gleichen blöden Slot das in ein anderes Register schreiben. Das ist doch echter Humbug, ja? In den Speicher und wieder rauslesen, das hätten wir uns echt sparen können. Wir hätten das einfach direkt weiterverarbeiten. Ich sehe, wir haben jetzt eine Frage, die wollen wir doch mal gleich beantworten. Tobias. Genau, die Frage lautet, ob die Adresse auf dem Stack nicht auch explizit berechnet werden muss. Nee. Dieses x86 hier hat die Möglichkeit, dass wir einen Adressierungsmodus Register relativ angeben. Das heißt, wir haben hier einen konstanten Offset und die Maschine rechnet aus den Wert von EBP minus 8. Das ist das, was hier an dieser Stelle passiert. Diese Adressberechnung kann innerhalb der Maschine von dem Befehl durchgeführt werden. Und dieses Register mit einem konstanten Offset, das können wirklich alle Maschinen. Ohne das macht es nämlich wirklich keinen Spaß, ein Assembler-Programm dafür zu schreiben. Genau, und wir kennen ja die Variablen anhand ihrer Offsets. Genau, wir wissen ja, welche Variablen wir reintun und wir haben uns ja auch diesen EBP-Offset ausgedacht, weil wir wissen, in welchen Slot wir welche Variable getan haben. Deswegen sind diese Offsets hier für Variablen innerhalb einer Funktion konstant. Ich denke, das beantwortet die Frage. Ja. Dann haben wir auch noch ein zweites Problem, was es ineffizient macht, nämlich, dass wir diese starren Ersetzungsmuster. Ja, also wenn wir so eine komplexere Adressberechnung für ein Array haben, dann müssen wir irgendwie die Startadresse des Arrays nehmen, dann müssen wir die Größe von einem einzelnen Element nehmen, den Index, die Größe und den Index multiplizieren und dann den Basis drauf addieren. Das ist mal hier in diesen 3 Assembler-Instruktionen. Multiplikation mit dem Index, dann addieren wir die Basisadresse auf dem Index drauf und tun da relativ zu EBP aus dem Speicher lesen. Es ist aber so, gerade CISC-Maschinen haben die Möglichkeit, dass sie sehr komplexe Adressierungsmodi haben. Oben, das ist ein Adressierungsmodi, aber die haben vielleicht so Adressierungsmodi, wo sie diese 3 Sachen hier in einem Schritt ausrechnen können, wo sie uns erlauben zu sagen, ja, hier, rechne das mal selber. Und dann haben wir das Problem, naja, dann müssten wir die Befehlsequenzen von mehreren IR-Befehlen zusammen addieren, zusammenfalten und einen Assembler-Befehl draus machen. Das ist in unserer Makroexpansion gar nicht vorgesehen. Das heißt, diese starren Ersetzungsmuster, die haben das Problem, dass sie so eine komplexe CPU überhaupt gar nicht ausnutzen können. Und das Dritte mit den starren Befehlsreihenfolgen ist, dass sie moderne Mikroarchitekturen ganz und gar ignorieren.
moderne Prozessoren arbeiten pipelined. Ja, das haben Sie in der GAA oder in der Rechnerstrukturen vielleicht gehört. Und da gibt es dann Out-of-Order-Execution und Superskalarität. Das führt dazu, dass wenn man so Instruktionen so ein bisschen umsortiert, dass die manchmal quasi im Windschatten von teureren Ideen einfach so mitgehen können. Das heißt, wenn man die Instruktionen so ein bisschen umsortiert, dann kann das ganze Programm schneller ablaufen. Total verrückt. Teilweise macht das die Hardware selber, aber unterstützt durch den Compiler funktioniert das noch besser. Das heißt, die Reihenfolge von Ideen hat eine massive Auswirkung auf die Ausführung. Und aus den drei Gründen ist das Ganze alles super ineffizient. Es gibt Gott sei Dank für alle diese drei Sachen Methoden, wie man das besser machen kann. Wir haben zum einen so eine globalere Registerallokation, wo wir uns nicht immer nur eine Instruktion anschauen und die Register festlegen. Es gibt sowas wie einen Peephole Optimizer. Da geht man her und tut quasi so ein Fenster über den Code und schaut sich immer zum Beispiel drei Assembler-Instruktionen an und schaut, kenne ich die drei und kann ich die besser kodieren? Und so geht man dann über den ganzen Code und macht es hübsch. Das ist eine Optimierung auf Maschinencode-Ebene. Und hier letztes, diese Ausnutzung der Mikroarchitektur, da gibt es dann sowas wie Instruction Scheduling, dass man die alle anders anordnet. Ja, und das sind Möglichkeiten, wenn man das besser machen wird. Wir werden uns das jetzt nicht im Detail anschauen. Wir werden uns nur ein bisschen besseren Registerallokator überlegen. Und das machen wir nach der Pause. Jetzt gibt es erstmal eine Pause. Sehr pünktlich. Ja. Es gibt übrigens noch eine kleine Anmerkung aus dem Chat. Und zwar ist deine Stimme manchmal so ein bisschen abgehackt, als würde dein Noise Gate irgendwie zumachen. Okay, das ist eher doof. Ich kann. Also es ist jetzt kein Weltuntergang, aber es ist jetzt auch nicht optimal. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen in den Stream reingehört. Der Hall ist im Stream nicht so schlimm wie im Mumble. Also du hast ja wahrscheinlich auch einen Filter drauf, der so ein bisschen wegfiltert. Also ich habe eine Noise Suppression und ein Noise Gate, aber ich mache jetzt mal das Noise Gate weg. Dann kriegt ihr auf jeden Fall mehr mit. Also es wird jetzt ein bisschen mehr rauschen. Also ich habe das Noise Gate jetzt mal ausgemacht, aber es scheint trotzdem noch nicht die ganze Zeit zu rauschen. Das könnt ihr noch unter The Suppression fallen. Ja, dann sollte es auf jeden Fall nicht mehr so weghacken. Also das passiert ja eher, wenn man so das Noise Gated. Ansonsten, ja, der Hall ist merklich, kommt aus dem Chat, aber... Es tut mir leid. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es hier so gar schlimm ist. Also vielleicht bin ich nächste Woche dann doch wieder rein und es können neue Einsendungen für Hintergrundbilder eingesendet werden. Auf der anderen Seite ist hier die Beleuchtungssituation deutlich besser. Das hilft dir aber nichts, weil du keinen Greenscreen hast. Ja, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, im finsteren Keller zu sitzen. Ja, okay. Das ist ja auch schon mal was wert. Aber gut, ansonsten... Die Tasse ist richtig gut. Ich finde auch. Am Anfang kam noch ein Kommentar zu dir, dass du ein Portal zur ISS hast. SpaceX hasst diesen Trick. Ja, so ein Weltraumaufzug, das wäre nett. Ja, gut, aber wenn du schon ein Portal hast, wozu dann so einen blöden Aufzug? Weil das eine realistisch und das andere schwieriger umzusetzen ist. Ja, okay. So ein Aufzug wäre schon cool. Wäre schon sau cool. Wenn man dann nicht immer der Gravitation entkommen muss. Ich habe auch bisher nicht so wahnsinnig hart überzogen. Ich bin erst 2 Minuten im Negativen. Du bist noch voll im Plan? Also so mehr oder weniger? Mehr oder weniger, ja. Ja, dann müssen wir ja nicht verraten, dass ich gehört habe, dass das Thema eher lang ist. Ja, also vielleicht nochmal einen Tee machen in den nächsten 2 Minuten und sich sehr bequem hinsetzen. Dabei das ist ja auch das Gute an der Aufzeichnung. Also man kann sich da dann, wenn man müde wird, einfach später weiter anschauen am Abend. Also ich lade das ja immer direkt hoch. Ich glaube, die werden es überleben. Ich hoffe. Also wenn es wirklich schlimm, wenn die Studierenden es nicht überleben. Dann haben wir halt weniger Korrekturaufwand. Ja, aber das ist es nicht wert. Also. Immer noch 1,5 Minuten.
Ja, das sinkt nicht. Ich habe ja auch nichts, mit dem ich mich beschäftigen könnte. Hast du keine Pizza da, also die du wieder kneten musst? Ich hätte noch diesen wundervollen Button, das kann man ja super sehen. Auf jeden Fall steht hier drauf, das war so eine Pfandmarke, Zero Fucks Given. Und die kann man dann Leuten geben. Du hast das F-Wort auf Twitch gesagt. Ja. Jetzt werden sie uns alle den Laden zumachen. Ansonsten gibt es noch die Frage, ob du heute kein Brot im Ofen hast. Es ist hier kein Ofen. Auch nicht? Nee, auch nicht daheim. Ich habe gestern gebacken. Es gibt ja jetzt Mehl. Ja, aber das ist eigentlich nicht mal ein Problem, wie man ja letztens beim Vorhang-Drop gesehen hat. Ja, waren ja nicht alle da. Es waren ja nicht alle da. Mein Gott, wären sie mal in der Aftershow gewesen, dann hätten sie gesehen, was da noch alles hinter dem Vorhang verborgen ist. Ja, werden wir wohl nie erfahren, wenn du jetzt immer im Büro bleibst. Ja, vielleicht muss ich doch wieder nach Hause. Es geht gleich weiter. Dann können wir über den nächsten Allokator denken. Ja, dann haben wir die Pause endlich heile überstanden. Ich bin auch so froh. Das dauert hier alles viel zu lang. Ich bin ein bisschen ungeduldig. 3, 2, 1. Okay, dann wollen wir doch mal weitermachen. So, und jetzt wollen wir uns mal einen anderen Allokator anschauen. Also wir wollen den wir haben, der ständig alles aus dem Speicher lädt und wieder zurückschreibt, durch den besseren ersetzen. Und das Grundproblem an dem Allokator, den wir hatten, ist, naja, der vergisst ja alles nach jeder Instruktion. Der vergisst ja, dass in manchen Registern noch Variablen drin sind. Die Idee wäre jetzt, dass wir einen Registerallokator machen, der ein Gedächtnis hat, der sich merkt, momentan zu diesem Zeitpunkt ist in folgendem Register folgende Variable. Und die Idee ist, wir nehmen die Register und wir sehen die als eine Art Cache auf für diese Variablen-Slots. Also wir haben ja im Callframe diese Variablen-Slots und wir sagen, wir nehmen die Register, die wir haben, und wir verwenden jetzt eine Art schnellen Zwischenspeicher für diese Variablen-Slots. Bereits geladene Register, die schon in einem Cache-Register drin sind, die verwenden wir direkt wieder. So, wir können auch Variablen ändern in den Registern und dann verzögert zurückschreiben, also zu irgendeinem späteren Zeitpunkt, wenn es wichtig ist, dass die in ihrem Variablen-Slot leben. Und generell ist die Idee, diese Variable, die lebt entweder in ihrem Slot oder sie lebt gerade in einem Register. Und die Variable kann quasi hin und her wandern zwischen diesen beiden Seiten. Und was wir machen ist, dass wir diesen Registerallokator mit Gedächtnis auf der Granularität von einem Basisblock machen. Damit haben wir nicht das Problem, dass wir das über Kontrollflüsse hinweg synchronisieren müssen, weil in einem Basisblock ist der Kontrollfluss ja eindeutig. Es geht immer von oben nach unten. Und genau so tun wir auch unseren Registerallokator abarbeiten. Und wir verschränken dazu den Registerallokator und die Makroexpansion in diesen Funktionen. Ja, das heißt, wir haben hier einmal die Makroexpansion, die hat solche Emit-Funktionen, die wir wieder über Double Dispatch anschreiben. Die bekommen dann, welche Add-Instruktion wird tatsächlich gemacht. Und diese Instruktion hier, das ist quasi das Muster, was wir ausfüllen wollen, die Schablone. Und die ruft den Registerallokator auf und sagt, naja, hier diese Variable auf der linken Seite von dieser IR-Instruktion, die lade mir bitte mal in Register, liebe Registerallokation. Und der Registerallokator ist ein Objekt, der dann Buch führt über den aktuellen Registerzustand. Wir sagen dann auch, ja, hier, dieses Register wollen wir auch laden, aber wir wollen das Register dann verändern. Das brauchen wir, weil ja das Add auf x86 das eine Parameterregister, den einen Quelloperanten auch als Zieloperanten hat. Dann tun wir diese eine Instruktion ausgeben, indem wir an den Assembler an der Stelle einfach eine Assembler-Instruktion anhängen und danach tun wir das Register, wo wir das verändert haben, hier zurückschreiben in dieses Register. Und so eine ähnliche Art und Weise, Registerallokation zu machen, wie wir die jetzt kennenlernen, findet die auch in sowas wie LLVM statt. Also dort gibt es den RecAllocFastPass, der das sehr ähnlich macht zu dem, wie wir das hier machen. Das heißt, das ist hier nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das ist eine schnelle Art und Weise, Registerallokation zu machen, die nicht total behämmert ist. Ja, also dieses ständige Spillen, das ist wirklich behämmert. Das, was wir machen, ist ein bisschen besser. Ja.
Und den Registerallokator, den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Dazu schauen wir uns jetzt mal an, was ist das Interface, was dieser Allokator zur Verfügung stellt, also dieses Allokator-Objekt. Der hat einige Hooks, wo die Makroexpansion sich mit dem Registerallokator synchronisieren kann über den aktuellen Zustand, wo wir gerade in der Übersetzung sind. Immer bevor eine neue Funktion übersetzt wird, wird der Allokator so ein Hook aufgerufen, wo der Allokator diese Variablen-Slots festlegen kann, wo jede einzelne Variable dann tatsächlich im Speicher abgelegt wird, mit welchem EBP-Offset. Wir machen vor jedem Basisblock einen Hook, damit dieser Allokator seinen Zustand zurücksetzen kann, weil wir ja die Allokation von Registern auf Basisblock-Granularität machen. Das heißt, wir tun den Registerzustand an Beginn jedes Basisblocks zurücksetzen. Und wir tun vor einer Instruktion auch so einen Hook einführen, weil wir für manche Instruktionen wie GoTo oder Call besondere Behandlungen brauchen. Und dann hat dieser Registerallokator prinzipiell drei API-Funktionen, die wir aufrufen können. Wir haben einmal die Allokation von einem leeren Register, wo wir zum Allokator hingehen können und sagen, gib mir ein Register, das leer ist, ich mache da jetzt was rein. Zum Beispiel, um eine Konstante da reinzuladen. Dann gibt es eine Methode, wie wir eine Variable in ein Register laden können. Da können wir sagen, es ist mir völlig egal, in welches Register diese Variable kommt. Oder wir können ein Register angeben, es muss in dieses Register kommen. Also es muss in ERX kommen. Und wir können sagen, naja, wir wollen dieses Register dann verändern. Ja, das heißt, du müsstest, wenn da noch ein Wert drin ist, der noch nicht mit dem Speicher synchronisiert ist, vielleicht zuerst zurückschreiben. Das schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Und wir brauchen eine Methode, mit der wir einen Registerinhalt wieder zurückschreiben können zu einem Variablen-Slot mit so einem Write-Befehl. Und diese drei Methoden, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen mit dem internen Zustand von dem Allokator. Das heißt, wir gehen jetzt vom Interface des Allokators, wie der verwendet wird, zu der inneren Implementierung von diesem Allokator. Und dieser Allokator, der hat einen internen Zustand, wo er zu jedem Zeitpunkt, während diese Instruktionen quasi emittiert werden, sich merkt, was ist denn zu dem Zeitpunkt in dem Programm in den einzelnen Registern. Dazu führt er so eine Tabelle, dass er hergeht und sagt, wir haben hier mehrere Register, die Anzahl kennen wir, ERX, EBX, ECX, EDX. Sagen wir mal, wir haben jetzt nur diese vier, ja, das macht diese Tabelle ein bisschen einfacher. Und für jede dieser Register merkt er sich, ob das Free, merkt er sich drei Werte, Free, Value und Dirty. Free bedeutet, dass dieses Register für den aktuellen Befehl schon mal verwendet wurde. Das brauchen wir, weil wenn wir zweimal hintereinander uns ein Register geben lassen, um da was reinzuschreiben, zum Beispiel ein Add braucht zwei Register, dann wäre es echt doof, wenn wir dem Add zweimal den gleichen Register geben. Das heißt, wir müssen uns merken, was wir für das aktuelle Register schon rausgegeben haben an Registern. Dafür haben wir dieses Free Flag. Das wird nach jeder Instruktion zurückgesetzt. Dann haben wir so eine Value-Zeile, wo wir reinschreiben, wenn wir wissen, dass in einem Register eine Variable drin liegt. Das heißt, da werden wir Variablennamen reinschreiben. Und wir haben hier so ein weiteres Boolsche Flag, wo wir reinschreiben, ob der geladene Wert gerade mit seinem Speicherslot synchronisiert ist. Und jetzt schauen wir uns mal eine Beispielbelegung an für diesen Registerallokator, für diese vier Register. Wir haben hier dieses EAX-Register, das ist free. Ja, das heißt, es wurde für die aktuelle Instruktion, die gerade von der Makroexpansion bearbeitet wird, noch nicht angefordert. EAX wurde noch nicht rausgegeben. Da ist auch nichts geladen. Bei EBX ist es so, die aktuelle Makroexpansion hat EBX schon bekommen und wird die einbauen. Das heißt, die ist schon als allokiert markiert und in EBX wissen wir, dass gerade der Wert, die Variable A drin lebt und dass die mit ihrem Speicherslot synchronisiert ist. Das heißt, im Speicherslot steht der gleiche Wert drin wie in EBX. Das ist übrigens genauso wie in EDX, da ist genau der gleiche Zustand vorhanden. In ECX sieht es ein bisschen anders aus, das wurde noch nicht rausgegeben, aber da lebt gerade die Variable B drin. Und diese Variable B, die hat einen aktuelleren Wert, als das in ihrem Speicherslot steht. Wenn wir jetzt also ECX irgendwie rausgeben wollen würden für eine andere Instruktion, für eine andere Variable, dann müssten wir zuerst diesen Wert, der in ECX steht, in den Variablen-Slot von B zurückschreiben. Aber das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Denn die nächste API-Funktion, die wir uns anschauen, ist das Alloc-Register.
Und wie wir schon gesagt, wir haben zunächst mal brauchen wir so ein bisschen Vorbereitung für die ganze Geschichte. Und vor jeder Instruktion gehen wir her und wir setzen diesen Allokator-Zustand zurück und sagen, für jede Instruktion können alle Register neu vergeben werden. Das heißt, bevor die nächste Instruktion ausgeführt wird, setzen wir dieses Free Flag auf, die sind alle frei, die können wir für diese Instruktion verwenden, zurück. Und dieses Alloc Register, das wird jetzt vom Makro mehrfach aufgerufen, um sich Register geben zu lassen. Das Makro, was wir jetzt quasi im Kopf haben, was wir jetzt hier in diesem Beispiel anschauen, das will relativ viele Register haben, die ja rausgegeben werden. So, jetzt ist die Frage, welches Register sollte denn als erstes rausgegeben werden? Ja, dazu brauchen wir irgendwie eine Art von Kostenmodell, dass wir das Register als erstes rausgeben, wo es am wenigsten Folgekosten geben kann, dieses Register rauszugeben. Und anhand von so einem Kostenmodell, was wir uns jetzt anschauen, entscheidet der Registerallokator, welches er zurückgibt. Und das Erste, was wir machen würden, ist mit so einer priorisierten Registerauswahl, wir würden natürlich das Register rausgeben, also beim ersten Alloc-Register-Aufruf, wo überhaupt nichts drin steht. Da könnten wir ja keine Daten verlieren. Also der Benutzer von uns, der will einfach nur irgendein Register. Und sage, hier, da ist nichts drin, da muss man nichts zurückschreiben, da haben wir keinen Wert verloren, den wir später vielleicht nochmal neu laden müssten aus dem Speicher. Das heißt, leere Register rausgeben, das erzeugt überhaupt gar keine Folgekosten. Ja, das würde null MOFs kosten. So, jetzt ist aber der uns verwendet, relativ gierig und möchte noch mehr Register haben. So, dann würden wir zuerst die Register rausgeben, hier, wo Werte drin sind, die aber mit ihrem Variablen-Slot synchronisiert sind. Ja, das bedeutet synchronisiert, dass wir quasi nicht zurückschreiben müssen, diesen Wert. Also wir können diesen Wert, der gerade in EBX ist, einfach wegwerfen, weil er ist genauso auch in dem Variablen-Slot drinnen. Die einzigen Folgekosten, die erzeugt werden könnten, ist, wenn wir irgendwann diese Variable nochmal brauchen würden, dann müssten wir diesen Wert wieder zurückladen aus dem Speicher. Beim EDX gilt natürlich an der Stelle wieder genau dasselbe, deswegen wäre das Nächste, was zurückgegeben wird. Und das Allerletzte, was wir rausgeben würden, was wir quasi so lange wie möglich im Register halten würden, sind Register, wo Werte drin leben, die nicht mit ihrem Speicherslot synchronisiert sind, weil das würde ja zwei MOFs an Kosten erzeugen. Wir müssten den Wert an der Stelle rausschreiben, damit er in dem Register-Slot, in dem Variablen-Slot geupdatet, gesichert wird. Und irgendwann vielleicht müssten wir den Variablen-Slot wieder rauslesen. Deswegen wäre das Letzte, was wir machen würden, weil das sehr hohe Kosten erzeugt. So, jetzt haben wir Register rausgegeben. Die Befehlsauswahl hat jetzt diverse Befehle emittiert, die so ein Register beschrieben haben, zum Beispiel diese Konstante da reingeschrieben worden. Und jetzt wollen wir irgendwie dem Registerallokator sagen, ja, also diesen Wert in dem Register, assoziiere den mal bitte wieder mit der Variable. Also in diesem Register lebt jetzt diese Variable und dazu würden wir write aufrufen. Das bekommt so ein Source-Register und es soll das quasi in diese Variable reinschreiben. Und was wir jetzt in diesem Registerallokator machen wollen, wir wollen das nicht sofort in den Variablen-Slot zurückschreiben, sondern wir wollen hergehen und wollen das verzögert machen, indem wir einfach sagen, dirty, true, fertig. So, und das schauen wir uns jetzt mal am Beispiel an, wie wir eine Zuweisung zwischen zwei Variablen sehen. Dazu sehen wir hier dann auch gleichzeitig das vollständige Beispiel für so ein Assign, wie das abläuft. Ja, also wir haben hier diese Assembler-Instruktion, IR-Instruktion, B bekommt den Wert von A, dann wird dieses Makro aufgerufen und hier werden wir den Assembler aufbauen, der dafür vorhanden ist. So, das Erste, was hier passiert bei so einem Assign, wir würden diesen Wert in ein Register laden. Das Load haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut, aber es ist relativ klar, was passiert. Ne? Der macht so ein MOF von dieser temporären Variable in ein Register und im Registerzustand merken wir uns, dass diese Variable A nicht dirty, weil er ist ja gerade geladen worden, muss ja synchronisiert sein, in ERX lebt. Und dann kommt als Nächstes dieses Alloc-Register, weil wir wollen ja den Wert von A kopieren in ein zweites Register. Das heißt, dieses Alloc-Register sucht sich eins der ganz leeren Register aus, die haben ja die niedrigsten Kosten, und gibt uns EBX hier in diese Variable dest rein.
Und dann tun wir hier diese eine MOV-Instruktion von source, das ist ja gerade EAX, nach EBX schreiben. So, in dem Schritt bekommen wir genau das. Und das ist hier quasi das Makro für eine Zuweisung, ist ein MOV zwischen zwei Registern, weil wir da diese Kopie anlegen. Und jetzt kommt diese Instruktion, für die wir uns interessieren, dieses Write. Ja, momentan ist dieser Registerzustand von dem Allokator nicht wirklich synchronisiert mit dem, was da tatsächlich gilt. Ja. Jetzt wollen wir aber sagen, dass das in EBX lebt, das ist diese Variable B. Ja. Und was dann hier passiert ist, dass dieses Value auf B gesetzt wird, dass wir sagen, okay, in diesem Register lebt jetzt diese Variable B, aber der Wert von B, der ist gerade nicht mit dem Speicherslot synchronisiert. Wenn wir irgendwann später dieses EBX für was anderes verwenden wollen würden, dann müssten wir dieses EBX nehmen und müssten das dann tatsächlich in den Speicherslot von B reinschreiben. Das heißt, dieses MOV EBX in den Variablen-Slot, das würde zu einem späteren Zeitpunkt passieren. Und das ist auch genau die Stelle, wo unser Registerallokator sich Befehle spart, weil wir jetzt ganz lange auf diesem B rumrechnen können, ohne das tatsächlich in den Registerallokator, in den Speicher zurückschreiben zu müssen. Und das schaffen wir durch dieses verzögerte Rausschreiben. Und wie wir schon gesehen haben, es fehlt jetzt noch eine API-Funktion, nämlich das Load. Wie laden wir eine Variable in ein beliebiges Register? Also wenn der jetzt sagt, ja, mir ist egal, in welches Register sollst du eine Variable laden, dann würden wir so einen Basisfall haben, die Variable ist noch gar nicht geladen. Ja? Dann würden wir uns ein neues Register geben lassen, das leer ist, zum Beispiel würden wir hier dieses RX bekommen und dann einen Ladebefehl ausführen, der dann aus dem Variablen-Slot das ins Register lädt. Aber manchmal sind diese Variablen schon da. Deswegen machen wir ja den ganzen Quatsch. Und dann gibt es die Situation, dass der Wert bereits geladen ist und dass der mit seinem Variablen-Slot synchronisiert ist. Dann können wir einfach sagen, ja, hier, dieses Register, da steht ja drin, viel Spaß, mach was damit. Dann kann das Register einfach als allokiert markiert werden und wir können es rausgeben, ohne eine Assembler-Instruktion auszugeben, die irgendwie einen Speichertransfer macht. Das heißt, da haben wir wieder Zeit gespart. Da wird das alles wieder ein bisschen schneller. So, wenn die Variable bereits geladen ist, aber dreckig ist, dann kommt es darauf an, was der Aufrufer damit machen will. Wenn der die verändern will, dieses Register, ja, weil er da zum Beispiel so ein Add drauf ausführen will auf ECX, dann müssen wir zuerst diesen Wert hier, wenn er dirty ist, den rausschreiben, damit der in seinem Variablen-Slot gesichert ist. Ja, dann müssen wir das vorher spillen. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn er das nur lesen will, dann können wir das einfach so rausgeben. Ich habe jetzt die beiden Fälle hier verwechselt. Ne? Also sehen schon hier, dass die beiden Fälle habe ich verwechselt. Das kommt vor. Ja, so genau. Wenn wir den modifizieren wollen, dann müssen wir den vorher spillen. Wenn wir den nicht modifizieren wollen, wenn wir das Read-Only-Quell-Argument verwenden wollen, dann können wir auch das dreckige Register verwenden. So. Wenn es in ein spezifisches Register geht, weil wir es zum Beispiel für den Return in einem spezifischen Register brauchen, dann muss man manchmal ein bisschen mehr Aufwand machen. Dann muss man vielleicht auch mal Werte zwischen Registern hin und her tauschen. Aber das sind Spezialfälle, die wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren, wenn Sie die interessieren. Im Übersetzercode sind die alle implementiert in der Übung. So, was sind jetzt besondere Situationen für solche Allokatoren? Das ist eine Situation, wenn wir mehrere Basisblöcke, wenn wir Basisblockgrenzen überschreiten wollen, weil dann müssen wir die Datenflüsse, die über unterschiedliche Kontrollflüsse reinkommen, irgendwie synchronisieren. Ja? Also blockübergreifende Registerallokation ist viel, viel schwieriger als das, was wir jetzt hier gemacht haben. Da muss man nämlich die Werte in die gleichen Register in allen Vorgängern haben, damit man das an der Stelle auch tatsächlich annehmen kann, dass eine Variable schon in einem Register ist. Wir lösen das, indem wir uns immer nur einen Basisblock anschauen und den Zustand vor jedem Basisblock wegschmeißen. Es kostet natürlich auch Zeit, das so zu machen. Also es macht das Programm langsamer, weil man häufiger was lädt und zurückschreibt. Wir haben die Situation, dass wir mit Funktionsaufrufen irgendwie umgehen müssen. Bei Funktionen könnte es nämlich sein, dass eine Funktion einen Variablenwert über einen Pointer verändert. Ja, das wäre auch nicht doof. Das wäre auch blöd. Hier müssen wir auch die Calling Convention beachten. Wir machen das, indem wir alle Register einfach speichern vor einem Call und den gesamten Zustand zurücksetzen, als würde ein neuer Basisblock anfangen.
Und das Letzte ist, wenn man Speicheroperationen hat, dann haben wir wieder das gleiche Alias-Problem. Das könnte ja jemand einen Pointer haben, der auf eine lokale Variable zeigt. Das zeigt dann auf den Variablen-Slot. Und ja, dann könnten wir den Wert der Variable verändern und würden aber immer noch glauben, dass im Register der richtige Wert drinsteht. Wir lösen das für uns, indem wir hergehen und sagen, wir schauen uns alle Variablen an, für die jemals eine Adresse genommen werden, weil für die könnte bei einem Load oder bei einem Store der Wert in dem Slot verändert werden und unser Wert in dem Register, der könnte irgendwie outdated werden. So. Und wir sichern oder invalidieren alle Register, die jemals so eine referenzierte Variable enthalten. Ja, das, wenn wir irgendwo in der Funktion so ein Reference von einer bestimmten Variable haben, dann löschen wir bei jedem Store diese Objekte aus, also diese Register aus dem Register-Allokator-Zustand. Und damit lösen wir dieses Speicheroperationsproblem. Und damit können wir hier einen einfachen Register-Allokator machen, der sich sogar korrekt verhält. Das ist ja immer eine wichtige Sache, der muss sich in allen Fällen korrekt verhalten. Bei dem Spilling-Allokator ist es relativ einfach, darüber nachzudenken, weil die Registerwerte ja immer nur für ein Makro, für eine Makroexpansion gültig ist. Bei dem mit Gedächtnis müssen wir das ja, diese Argumentation, dass es korrekt ist, über mehrere IR-Befehle hinweg machen. So, das habe ich für Sie mal gebenchmarkt. Ja, ich bin hergegangen und habe ein einfaches Programm, was so einen iterativen Fibonacci ausruft. Ich glaube, das sind hier 10 Millionen Mal in so einer Schleife, so ein Fibonacci ausführen. Und wie sieht das jetzt aus, wenn man das mit dem sehr einfachen Allokator macht und wie man das mit unserem Cached Remembering Allokator macht? Hier dieses Blaue, das ist die Variante, dass wir immer spillen und zurücklesen. Ja, wir tun diese Variablen ständig in den Speicher und wieder zurück. Das ist gar nicht so unfassbar langsam, weil das alles ganz heiß im Cache ist und im L1-Cache ist, aber trotzdem brauchen wir viel mehr Speicheroperationen. Wenn wir jetzt hergehen und wir verwenden unseren Allokator mit Gedächtnis, dann kommen wir dahin, dass wir nicht mehr 346 Millisekunden brauchen, sondern nur 221. Das ist schon mal viel, viel, viel schneller. Und was ich besonders beeindruckend finde, wir kommen dann mit dem Übersetzer, den wir hier gebaut haben, in eine Größenordnung, wo auch GCC ohne Optimierung landet. Ja, also GCC ohne Optimierung mit O0 ist auch kein besonders guter Compiler und wir kommen in die gleiche Größenordnung. Das heißt, ohne Optimierung macht GCC gar nicht so große Magie. Wenn wir jetzt allerdings nur die einfachsten Optimierungen anmachen, also so O1 oder O3, dann kommen wir hier nochmal hin, dass das ein Fünftel so lang braucht. Ja, das heißt, den Übersetzer, den wir in PSU gebaut haben, der ist schon mal vergleichbar mit O0, aber er stinkt total ab gegen so ein GCC. Der kann das noch wirklich viel, 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 viel besser als das, was wir hier gezeigt haben. Das liegt zum einen daran, dass er seinen Zwischencode besser optimiert, aber es liegt auch an einer wirklich besseren Registervergabe. So, das wäre das, was ich an der Stelle zur Registervergabe sagen würde. Und ich würde jetzt zum nächsten Abschnitt kommen, der sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Deswegen wäre jetzt hier eine gute Stelle, um nochmal Fragen zur Registerallokation zu stellen. Tobias, wie schaut das aus? Wir haben keine Fragen. Wir haben keine Fragen. So, dann kommen wir jetzt nämlich zu der Stelle, wie wir dieses Programm, was wir da haben, irgendwie zur Ausführung bringen. So, was haben wir jetzt 10 Vorlesungen lang gemacht? Wir haben in 10 Vorlesungen gelernt, wie wir aus dem Quellcode, den jemand für diese virtuelle Sprachmaschine geschrieben haben, Assembler machen. Das ist das, was wir quasi im letzten Teilkapitel dieser Vorlesung abgeschlossen haben, indem wir Register vergeben haben. Jetzt muss aber daraus irgendwie noch ein Programm erzeugt werden und das Programm muss als Prozess gestartet werden. So, das heißt, was wir hier gesehen haben in PSU, ist, wie wir aus einer C-Datei eine Assembler-Datei machen, wie wir diese Übersetzung vornehmen. Aber da kommt ja noch mehr. Unser Prozessor kann ja keinen Assembler ausführen. Deswegen müssen wir erstmal das Assembler-Programm aufrufen, um daraus eine Object-Datei zu machen. Und diese Object-Dateien, die müssen noch zu einem Binärdatei zusammengelinkt werden. Meistens machen diese beiden Schritte der GTC, indem er diese Tools im Hintergrund aufruft. So, was sind diese Object-Dateien? In diesen Objektdateien ist es so, da ist bereits Binärcode drin. Das heißt, da sind bereits kodierte Befehle drin, aber da sind noch so Sachen wie symbolische Funktionsnamen drin. Ja, also, weil wir vielleicht noch gar nicht wissen, wo Fibonacci am Ende im Speicher liegen wird, haben wir hier noch symbolische Funktionsnamen.
In der Binärdatei, die wir ausführen, dort sind all diese symbolischen Referenzen bereits aufgelöst. Dort ist auch das Speicherlayout festgelegt, wo, an welcher Stelle liegen welche Funktionen, wie sind die relativ zueinander. Das sieht jetzt bei so einer einzelnen Datei so ein bisschen kompliziert aus, wieso wir das hier so mehrschrittig machen. Man könnte es doch alles in einem Schritt machen. Aber häufig oder in den allermeisten Fällen haben wir nicht nur eine C-Datei, sondern wir haben ganz viele C-Dateien, die wir in separater Übersetzung übersetzen wollen. Ja, also wir haben eine main.c, wir haben eine foo.c und eine bar.c. Und wenn wir die aufteilen und die separat voneinander übersetzen, dann, wenn die sich ändert, dann müssen wir nur den Teil hier neu machen und dieses können unverändert weiterverwendet werden. Das heißt, deswegen trennt man das auf in so eine separate Übersetzung, dass man so unterschiedliche Translation Units hat. Und dann passieren da nämlich mehrere Object-Dateien, die dann alle vom Linker zu einem einzelnen Binary zusammengelinkt werden. Schauen uns das gleich auch noch an, was da konkret passiert. Damit ist es aber auch noch nicht vorbei, denn wir müssen dieses Programm ja auch irgendwie in den Speicher bekommen. Ja, und das passiert durch den Loader. Der Loader ist normalerweise ein Teil des Betriebssystems und der nimmt diese Binärdatei. Das ist ja erstmal quasi eine sehr komplexe Datei mit ganz vielen wilden Zahlen drin. Der Hexdump sieht ganz schlimm aus und der muss ja irgendwie in den RAM von dem Prozessor kommen, damit der ausgeführt werden kann. Und den Job, den übernimmt der Loader. Jetzt ist es aber meistens immer noch nicht so einfach, weil meistens haben wir nicht nur eine ausführbare Datei, sondern wir haben auch noch dynamische Libraries oder gemeinsam verwendete Bibliotheken. Und dort haben wir hier unten das gleiche Spiel, dass wir so C-Dateien übersetzen, die zu Object-Dateien machen und dann zusammen linken zu einer Binärdatei. Die Binärdatei speichern wir aber separat auf der Platte. Ja, so in so einer SO-Datei, Shared Object heißt es. Und der Loader bringt diese beiden Fragmente, das Hauptprogramm und die Library, erst beim Laden zusammen. Das heißt, er lädt die beide in den Speicher zu dem Zeitpunkt, wo wir den Prozess starten. Und hier diesen letzten Teil, den könnten Sie vielleicht aus GBS auch schon mal so im Ansatz gesehen haben. Diesen ganzen Prozess, den sollten Sie aus GBS eigentlich auch kennen, weil Sie ja da auch C-Programme übersetzen und die zusammenlinken und starten. Wir wollen uns jetzt aber hier hinten mit diesen Formaten, mit diesen Dateiformaten auseinandersetzen. Wie kommt denn jetzt ein Programm tatsächlich in den Speicher? Und dazu wollen wir uns das Executable and Linkable Format anschauen. Das ELF-Dateiformat, das ist das Dateiformat für übersetzten Programmcode unter Linux. Objektdateien sind in diesem Format gespeichert. Bibliotheken sind in diesem Format gespeichert und auch das Binärprogramm, was wir starten, ist in diesem Programm gespeichert. Linux, der Kern, erwartet, dass sie Programme in ELF kodieren. Auf anderen Plattformen gibt es andere Formate, die haben ähnlichen Umfang, ähnliche Funktionalität. Auf macOS heißt es dann MachO. Auf Windows heißt es PE für Program Executable. Im Grunde sind die aber von ihrer Funktionalität sehr ähnlich zu ELF. Das ist quasi so eine Plattformgeschichte. Und deswegen kann man auch nicht einfach macOS Binary nehmen und auf Linux ausführen. Und schon gar nicht auf Windows, weil die noch unterschiedlich sind. Und für diese ELF-Dateien, die wir haben, das wir uns jetzt mal beispielhaft rausnehmen, da gibt es relativ viele Tools, um diese ELF-Dateien zu inspizieren und zu verarbeiten. Und für Sie als Entwickler lohnt es sich, sich auseinanderzusetzen mit diesem ELF, weil manchmal hat man ganz komische Linkerfehler, die man nicht versteht. Und wenn man dann so ein Gefühl für diese Tools hat, wie man mit so einem ELF umgehen kann, dann hat man da viel mehr Handhabe, dieses Problem anzugehen. So, und diese ELF-Dateien, die beinhalten den Code, der später ausgeführt werden soll und die Daten, aber auch zusätzliche Metadaten, die beim Linken verwendet werden und die beim Lesen, beim Laden verwendet werden. Und diese Metadaten, die kann man dann mit Tools wie readelf auslesen. Ja, also readelf-a, das gibt alle Informationen, die wir haben können über so ein ELF aus. Und innerhalb dieser ELF-Dateien, da haben wir prinzipiell zwei unterschiedliche Sichten auf den Code, die wir jetzt gleich anschauen werden. Wir haben einmal den Link-View, das ist der Satz an Metadaten, der verwendet wird, um aus Objektdateien ein Binary zusammenzulinken. Und wir haben den Load-View, der verwendet wird, um das Binärobjekt, dieses ELF, in den Speicher zu laden und auszuführen. Das heißt, das eine sind die Informationen für den Linker und das andere sind die Informationen für den Loader. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Zunächst wollen wir uns den Link-View anschauen. So, wie sieht es aus?
Es fängt alles damit an, dass unser Übersetzer Assembler-Code erzeugt hat. Und dieser Assembler-Code, der beinhaltet natürlich zum einen diese Maschinencode-Befehle. Ja? Also das, was wir hier in der Mitte reingeschrieben haben. Wir haben hier so einen Push und einen Morph und noch einen Push und einen Call und ach, alles Mögliche. Ja? Also wir sehen hier schon ein bisschen, dass hier oben ist so ein Base-Pointer aufsetzen. Das haben wir heute schon mal gesehen. Hier einen neuen Base-Pointer setzen, einen alten Base-Pointer sichern. Dann ein Argument auf den Stack pushen, eine 6, ja, schon mal gut. Und dann rufen wir eine Funktion auf, die FIP heißt. Was könnte es sein? Wahrscheinlich ist es ein Fibonacci, weil das ist das Beispiel, was man im Übersetzerbau immer gut hernehmen kann. So, dann haben wir hier so ein Add auf den ESP. Naja, das tut wahrscheinlich dieses Argument hier wieder vom Stack nehmen, dann Leave und Red, Main-Funktion vorbei. Und noch eine globale Variable. So, aber wir sehen hier auch, hier sind noch so Pseudo-Instruktionen, die tatsächlich nicht im fertigen Binary landen, sondern die nur steuern, wie der Assembler diese 11 Sachen erzeugt. Wir haben hier so diese mit Punkt gepräfix. So, das, alles, was jetzt kommt, das muss in die Textsegment rein. Alles, was hier danach kommt, muss ins Datensegment rein. Und wir haben hier so symbolische Namen wie, naja, man kann einfach FIP aufrufen. Und diese Instruktion, die hat das Label Main. Und es gibt keine Maschineninstruktion für Label. Ja? Die werden dann später aufgelöst zu tatsächlichen Programmadressen, also zu numerischen Werten. Aber auf Assembler-Ebene können wir diese symbolischen Namen noch verwenden. Wir merken, wir haben wieder mal eine semantische Lücke, die geschlossen werden muss. Symbolische Namen. So, was passiert jetzt, was macht der Assembler mit dieser Eingabe, die aus unserem Compiler ausgefallen ist? Der erzeugt eine Objektdatei. Und diese Objektdatei, die schauen wir uns jetzt erstmal mit unserer linker Brille an. So, was ist drin in der Objektdatei? Wir haben einmal Sektionen, Symbole und Relokationen. Das Erste, was wichtig ist, sind die Sektionen. Das sind Abschnitte in so einer ELF-Datei, wo tatsächlich der Payload drin ist. Der Code, die Daten, aber in Sektionen können auch Metadaten drin sein. Und jede von diesen Sektionen, da ist dann noch so ein Fleck dran, wie das später in dem Prozess geladen werden soll. Zum Beispiel ausführbar, dann ist das hier irgendwie die Text-Section. Wir haben hier aber auch so eine Daten-Section, die soll writable und allokiert werden. Hier drin können schon Sprünge sein, die aufgelöst werden, wenn die innerhalb von der Section sind. Aber, wie wir auch sehen, manchmal sind hier so Lücken drin. Ja, also wir haben hier so Lücken, da steht noch 00000 drin, aber wir müssen diese Lücken lassen, weil wir die später mit den realen Adressen auflösen wollen. Ganz konkret, das hier ist unser Main-Programm von gerade und E8 ist der Opcode für eine Call-Instruktion und dann kommen 4 Byte. Das heißt, diese Zeile soll später unser Call-FIP werden. 5.5, Push-EBP und noch einige andere Instruktionen davor und danach. So, was haben wir noch in unserem ELF, in dem Link-View drin? Wir haben Symbole drin. Und Symbole sind diese symbolischen Namen, die in die Sektionen reinzeigen können. Ja, also wir wissen hier zum Beispiel dieses Main-Symbol, das hat hier so einen Zeiger, ja, und der zeigt hier auf dieses Byte 0x55. Und dieses Symbol, das sagt, Main fängt an, da wo diese 55 später im Speicher liegen wird. Ja, das ist quasi so eine Referenz auf dieses Byte. Dieses Byte hat einen Namen. Das gleiche gilt für diese globale Variable. Ja, die liegt halt in einer anderen Sektion. Da wird unsere globale Variable drin sein. Da steht aber schon dieser Wert 0x17 drin. Ja, 0x17 ist irgendwie 23 in Dezimal. Das heißt, das ist so eine 4-Byte-Zahl für das. Und wir haben hier ein drittes Symbol, FIP. Weil in diesem Assembler, da ist ja noch kein FIP, ja, aber es braucht ja irgendwie die symbolischen Namen, damit wir den irgendwie in den anderen Sachen packen. Und deswegen steht ja auch ein U für undefined. In dieser Object-Datei ist Fibonacci nicht definiert. Und wir haben hier zusätzlich noch die Relokationen. Und Relokationen, das sind Anweisungen oder Modifikationsregeln für den Linker, wie er später, wenn irgendwann mal der Wert von Fibonacci bekannt wird, von diesem Symbol, den hier in diese Lücke einfügen soll. Ja, da gibt es hier so eine Anweisung, das ist der Typ der Relokation und der sagt hier zum Beispiel, ja, mach das mal relativ zum PC und zwar als 32-Bit-Wert. Hier in die Stelle sollst du die Adresse von Fibonacci einfügen, sobald du sie weißt. Das kann man sich dann auch mit ObjectDump anzeigen lassen. So, und wenn wir jetzt hergehen und das Ganze linken wollen, was passiert denn dann?
Na, also linken ist ja, wenn wir mehrere Objektdateien nehmen und wir die verbinden wollen. Wir haben jetzt hier oben unsere Datei von gerade, wo das Fibonacci drin fehlt, wo auch eine Relokation drin ist, die nur darauf wartet, dass irgendwann diese Adresse von diesem Fibonacci bekannt wird. Ist aber noch nicht der Fall innerhalb dieser Objektdatei. Und wir haben eine zweite Objektdatei, die heißt zufällig fib.o und die hat ein Symbol, hier jetzt nicht undefined, sondern groß T, der vom Typ defined, und die zeigt in ihre eigene Text-Section rein und da, oh, es fängt mit 0x55 an, es wird der Beginn einer Funktion sein, ja, das war schon mal spannend. Und was wir hier auch noch sehen in dieser Fibonacci-Funktion, also das hier ist die Fibonacci-Funktion, ne, das ist der Maschinencode davon, erkennt man jetzt nicht direkt. Aber auch da ist wieder so ein Call drin, ja, und der ist jetzt aber schon aufgelöst. Was sagt uns das? Das wird ein rekursiver Fibonacci sein. Dieser Fibonacci, der ruft diese Funktion hier auf. Ja, das ist nämlich so relativ zum Program Counter so ein Call. Das hier unten ist also die rekursive Fibonacci-Funktion und das ist hier in dieser Objektdatei drin. So, was passiert jetzt, wenn wir das Ganze zusammenlinken wollen? Der Linker nimmt diese Objektdateien und der kombiniert der in einer großen Datei, nämlich der Elf-Datei. So, wie macht er das? Der sammelt diese Sektionen ein, die gleich heißen. Das heißt, er nimmt alle Textsegmente, die er kennt, alle Textsektionen, die er kennt, und kopiert die hintereinander in das fertige Elf-Binary. Das gleiche macht er mit Daten, mit dem Daten-Section. So. Und jetzt kann er nämlich hergehen. Jetzt wird nämlich, wenn wir das hier drüben haben, dieser Wert von diesem Fibonacci, was hier noch undefined ist, bekannt. Ja. Wir wissen jetzt nämlich, Fibonacci ist jetzt hier an dieser Stelle. Ja. Und jetzt können wir hier oben, wo Fibonacci in Main aufgerufen wird, so einen Sprung einfügen, die Adresse einbauen, die dann hier runterspringt. Das ist so ein relativer Sprung, relativ zu dieser Instruktion. Und was zusätzlich noch passiert in diesem Elf, es wird eine Startadresse festgelegt, wo das Ganze später im Speicher landen soll. So, und das ist das, was beim Linken passiert. Wir sammeln die Sektionen ein, packen die in eine Datei und wir lösen die Relokation auf. Wie Sie auch sehen, hier drüben ist keine Relokation mehr. In einem fertig gelinkten Binary brauchen wir keine Relokation mehr, weil es müssen ja alle Symbole aufgelöst werden. Ansonsten gibt es einen Linkerfehler und Ihr Linker sagt Ihnen Symbol undefined. Da kommt dieser Fehler her. Daher kommt er, den Sie vielleicht schon gesehen haben und sich gewundert haben, ich verstehe das alles nicht, das geht kaputt. Das passiert genau in diesem Schritt. So, jetzt haben wir eine fertige Elf-Datei. Jetzt stellt sich aber die Frage, was machen wir damit? Und ich habe ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Sichten auf diese Binärdatei. Wir haben einmal den Link-View, das ist das, was wir gerade verwendet haben. Und wir haben einen Load-View, den wir jetzt verwenden werden, um das Ganze reinzuschreiben, in den Speicher zu laden, wenn wir einen neuen Prozess starten. So, und jetzt ist es so, dieser Ladeprozess, der soll möglichst schnell und einfach sein. Deswegen gibt es diesen separaten Load-View überhaupt. Der ist wirklich simpel gestaltet. Und für das Laden von einem Binary, da brauchen wir diese Symbole nicht mehr. Da brauchen wir auch Sektionen nicht mehr, sondern da müssen wir nur noch wissen, welcher Teil der Datei muss an welche Stelle in den Speicher geladen werden. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Deswegen hat dieser LoadView arbeitet nicht auf Sektionen, sondern der arbeitet auf der Granularität von Segmenten, die tatsächlich mehr Sektionen umfassen können. Zum Beispiel Textdatei und Datensegment oder Read-Only können auf einen Schlag geladen werden. Ja, und so ein Segment ist in der Elf-Datei durch ein Datei-Offset, wo das Segment in der Datei startet, gekennzeichnet und wie lang das Segment ist. Und innerhalb des Adressraums, das werden wir auch gleich sehen, wo es hingeladen werden soll, wie lang das diese Allokation sein soll und ob das ausführbar sein soll oder nicht. Und Shared Libraries sind auch Elf-Dateien, das schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. So, das Ganze wieder an einem Beispiel. Wir haben hier eine Elf-Datei, wo wir ganz viele Sections drin haben. Die kann man immer ganz gut an diesem Punkt erkennen, der da vorne davor steht. Wir haben das jetzt mal hier drin gelassen mit dem Link-View so ein bisschen, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Und hier unten haben wir so einen wirklich, wirklich minimalen Loader geschrieben in Pseudocode, was der so ungefähr macht, wenn wir eine Elf-Datei starten wollen. Und das wollen wir uns jetzt mal nacheinander durchgehen. Das Erste, was passiert, der Loader öffnet diese Elf-Datei und holt sich diese Information über die Segmente raus. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Das ist die Segmenttabelle, die wir hier rausladen können. Da haben wir in jeder Zeile ein Segment und jedes Segment ist definiert durch, wo steht es in der Datei. Das ist der Offset in der Datei. Das sehen wir hier drüben.
die einzelnen Offsets, die wachsen hier immer nach unten. Zum Beispiel hier dieses Rohdata-Segment, die Read-Only-Daten, die fangen 0x2000 ab Beginn der Elf-Datei an. Das heißt, ab dem Zeichen 8096, 0x2000, fängt diese Read-Only-Section an. So, und diese einzelnen Zeilen, die sind wie gesagt Segmente, die fangen irgendwo in der Datei an und die sagen, wie groß ist dieser Abschnitt in der Datei und wie groß soll der später im Speicher werden. Und an welche virtuelle Adresse soll der in den Speicher geladen werden, werden diese Daten alle noch interpretieren. Für manche Segmente kann es einen Unterschied zwischen Größe in Datei und Größe im Speicher geben. Zum Beispiel hier, also gerade hier an der Stelle, wo Daten- und BSS-Segment drin ist, weil das BSS-Segment tatsächlich 0 Byte in der Elf-Datei annimmt und wir einfach beim Laden des Segments einfach mehr Speicher allokieren, als das Datensegment braucht. Und damit kriegen wir diese Null-Initialisierung umsonst mit. Werden wir aber gleich nochmal genauer uns anschauen. So, was passiert jetzt beim Laden? Beim Laden gehen wir her und der Loader, der lässt sich vom Betriebssystem erstmal einen leeren Adressraum geben, in dem noch nichts drin ist. Und der später an diesen Prozess rangehängt werden sollte. Das heißt, in diesem Adressraum, dort wird später dieser Prozess leben und arbeiten. Aber irgendwie muss ja der Code in diesen Adressraum rein und das ist ja die Aufgabe von dem Loader. So, und jetzt gehen wir hier diese ganzen Segmente, die wir haben, Schritt für Schritt durch und wir iterieren über diese Segmente. So, was ist das Erste, was wir machen? Wir gehen her und wir tun in diesen Adressraum Speicher allokieren an die Stellen, wo dann die einzelnen Segmente hingeladen werden sollen. Dazu schauen wir uns die virtuellen Adressen an, ja, dort, wo das später in den Speicher kommen soll und wie viel Platz sollen wir denn allokieren. Zum Beispiel hier dieses rote, das soll an der virtuellen Adresse 0x20.000 sein. Ja, das ist hier das rote und da haben wir uns jetzt mal irgendwie, ja, da sollen wir 0x300 Platz machen. Gibt es allerdings nur in der Größe von ganzen Pages, deswegen machen wir hier ein bisschen mehr Platz. Wir runden auf. Bisschen mehr kann an der Stelle nicht schaden. Ja, zu wenig Speicher würde dazu führen, dass wir nicht für alles Platz haben. So, und was wir auch machen, hier von VA Start bis zu der Stelle, wo dieses Memory Size aufhört, da nullen wir das. Das lassen wir aber normalerweise implizit durch das Betriebssystem machen. So, jetzt haben wir schon mal an den richtigen Stellen in dem Adressraum uns Speicher allokiert, aber da steht noch nichts. Das sind überall Nullen. Das heißt, wir müssen jetzt Teile aus der Elf-Datei nehmen und müssen das hier in diese einzelnen farbigen Kästen rein kopieren. Das machen wir im nächsten Schritt, dass wir sagen, naja, in der Datei von dem Offset 0x1000 gehen wir her und kopieren 300 Byte an diesen Offset hier hin. Ja, das heißt, dieses Stück Code hier, diese 300 Byte, die sollen hier hin kopiert werden. Und auf die Weise landet tatsächlich unser Code, die Payload von unserer Elf-Datei, im Speicher. Das ist doch schon mal echt gut. Und das machen wir mit den anderen auch, mit den anderen Segmenten. Wie wir sehen hier, ein Segment kann mehrere Sections umfassen. Zum Beispiel Init, Fini und Text sind alle hier in diesem einen roten Segment drin. Man muss auch wirklich nicht viel tun, um das darüber zu kopieren. Das heißt, Laden von dem Elf geht wirklich schnell. Dann setzen wir noch die Ausführungsrechte, zum Beispiel das hier, der Code, der soll lesbar und ausführbar sein. Dieses Read-Only-Zeug, das soll nur lesbar sein. Die Daten wären gut, wenn sie les- und schreibbar wären. Und wir haben hier hinten noch so ein bisschen Stack, der sollte auch nur les- und schreibbar sein und um Himmels Willen nicht ausführbar. Ja, ausführbarer Stack ist quasi die Garantie für Sicherheitslöcher. So, jetzt haben wir unser Elf in den Speicher geladen. Schick, ja. Aber wir müssen den Prozess jetzt noch starten. Da würde jetzt der Loader hergehen, würde quasi zum Betriebssystem sagen, ich habe hier diesen fertigen Adressraum, bitte starte mir den Prozess da drin in diesem Adressraum. Und der Entry Point, also wo wir anfangen mit der Ausführung, das kommt auch aus der Elf-Datei. Das haben wir beim Linken festgelegt. Zusätzlich wird noch der Stack-Pointer auf das Ende des Stack-Segments gelegt, dass der Stack von hier nach hier runter wachsen kann. Und damit haben wir ein ganz einfaches Programm geladen, was jetzt keine Shared Libraries beinhaltet oder so ein Quatsch. Ich will jetzt noch eine Folie darüber erzählen, wie so eine Shared Library funktioniert. Und dann bin ich auch schon fertig heute für diese Vorlesung. Also wir haben es fast geschafft. So, was ist denn so eine Shared Library? Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, naja, irgendwie so eine Shared Library ist ja auch eine Elf-Datei. Und eine Shared Library kann von unterschiedlichen
Programmen verwendet werden. Und für diesen Shared Library-Sicht, für den dynamischen Loader, können wir sowas machen wie, wir haben hier unsere Main-Datei und in der ist quasi noch vermerkt, um dieses Programm, dieses Main auszuführen, brauchen wir noch Dinge aus dieser liblog-File. Und diese liblog-File, aus der importieren wir Symbole. Ja? Das heißt, wir haben in unserem Code noch Leerstellen, wo wir solche Adressen von noch importierten Symbolen einfügen müssen. Das sind dynamische Relokationen. Und der dynamische Loader, der sorgt dann dafür, dass diese Abhängigkeiten hier aufgelöst werden. Der lädt zuerst, so wie wir es gerade gesehen haben, dieses Main in den Speicher. Dann tut er diese abhängige liblog-File da rein. Und da sieht man, diese liblog-File, die hat auch eine Abhängigkeit ihrerseits wieder auf eine weitere Library, nämlich auf die C-Library, wo dann so Sachen wie Open, Unlink und Printf drin sind. Und diese log-File-Library, die exportiert Symbole, die hier importiert werden. Das heißt, der dynamische Loader nimmt diese drei Libraries, legt die irgendwo in den Speicher und löst diese Importe und Exporte gleich die gegeneinander ab und tut hier in den Code von der Main die passenden Adressen reinschreiben, damit wir von Main zur liblog-File hin Aufrufe machen können und von der liblog-File zur libc. Das ist so prinzipiell, wie das funktioniert. Und der große Vorteil ist, diese liblog-File, die kann jetzt auch von anderen ausführbaren Dateien referenziert werden. Und dann haben wir den Code in der liblog-File nur einmal auf der Platte und nicht für jedes Binary, was wir haben, tausendmal. Das ist ein echter Vorteil davon. Was haben die noch zusätzliche Vorteile? Wir haben jetzt einen gesagt, Code kann zwischen Programmen geteilt werden, aber Code kann auch zwischen Prozessen geteilt werden. Diese liblog-File, die muss vielleicht nur einmal in den Speicher geladen werden und das Betriebssystem sorgt dann dafür, dass diese liblog-File in zwei Prozessen sichtbar wird durch virtuellen Speicher. Damit können wir dann sogar RAM sparen. Und wir haben auch die Situation, wir können diese liblog-File updaten und dann verwendet diese Main hier direkt eine geupdatete Variante. Das heißt, wir müssen Main nicht neu übersetzen, wir brauchen nur ein Update für die liblog-File. Das sind so Vorteile von Shared Libraries. Aber wir haben auch Besonderheiten von Shared Libraries. Dieses Auflösen der importierten Symbole, das geschieht zur Ladezeit. Na? Das heißt, wir haben einen dynamischen Linker. Das kann schiefgehen. Es könnte sein, dass diese Library gar nicht da ist. Das wäre blöd. Die Bibliothek kann auch vielleicht in jedem Prozess woanders hingeladen werden und deswegen muss der Code in so Bibliotheken auch verschiebbar sein. Das ist so eine Besonderheit, wenn man eine Shared Library übersetzen will. Deswegen muss man die leicht anders übersetzen, weil die könnte ja in jedem Prozess woanders hingeladen werden. Im Gegensatz hier zu diesem Main, da muss das nicht sein. Ist heutzutage aber sogar so. So, das so eine ganz kurze Überblick über Shared Libraries. Und jetzt kommen wir auch schon zur Zusammenfassung für das heutige. Was haben wir heute gelernt in der Maschinencode-Erzeugung? Wir haben gesehen, dass wir immer noch eine semantische Lücke hatten zwischen der IR-Ebene und dem Maschinencode. Die IR-Maschine hatte unendlich viele Register. Die reale Maschine, die hat nur endlich viele Ressourcen. Wir müssen eine Abbildung zwischen beiden schaffen. Wir haben komplexe Befehlssätze und keine Abstraktion vom Speicher in der realen Maschine. Das müssen wir irgendwie abbilden. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man so einen Callframe aufsetzen kann, dass da die Argumente drin sind, dass die Rücksprungadresse da drin sein muss und dass die Variablen-Slots da drin sind. Und dass jede Funktionsinstanz ihren eigenen Callframe hat und die Struktur von diesem Callframe, die wird festgelegt durch die Aufrufkonvention, wo wir dann sehen, naja, so ist das Datenlayout von dem Callframe. Wir haben gesehen, für diesen letzten Schritt der Übersetzung müssen wir eine Befehlsauswahl machen, wo wir jede einzelne IR-Instruktion nehmen und uns überlegen, welche Sequenz von Befehlen auf Maschinenebene können wir dafür verwenden. Und wir müssen eine Registerallokation machen, wo wir sagen, welche Variable lebt in welchem Register. Beides NP-vollständige Probleme, schlimme Geschichte. Aber ich habe Ihnen eine Minimallösung gezeigt, mit denen Sie erstmal einen funktionierenden Übersetzer bauen könnten, wo wir ständig diese Register aus dem Speicher, diese Variablen aus dem Speicher laden, in Register verändern, zurückstellen. Und ich habe Ihnen eine verbesserte Registerallokation gemacht, die tatsächlich was geholfen hat. Wir sind in der Größenordnung von GCC ohne Optimierung gelandet für den Fibonacci. Das ist doch schon mal total cool. Und das Letzte, was wir haben das ELF-Dateiformat angeschaut, in dem Objektdateien gespeichert werden und Programme und Bibliotheken. Da haben wir Link-View kennengelernt und den Load-View. Und wir haben uns angeschaut, ganz grob, was so diese dynamischen Bibliotheken machen, dass sie Symbole exportieren für andere Programme oder andere Libraries und Symbole wieder importieren aus anderen Libraries.
Das wäre das, was ich heute dazu zu sagen habe. Und ich habe tatsächlich nur 2 Minuten überzogen. In meiner Rechnung. Tobias, wie schaut's aus? Haben wir irgendwelche Fragen für diese Vorlesung? Wir haben keine Fragen zu der Vorlesung. Wir müssen jetzt ganz langsam sein, dass vielleicht noch Fragen aufkommen können, die wir noch mit aufzeichnen können. Wenn wir eh schon fast nicht über der Zeit sind. Du hast dich jetzt so darauf eingestellt, zu überziehen, dass du es auch drauf ankommen lassen möchtest. So in der Art. Immer noch keine Fragen. Gut, dann suche ich meinen Mauszeiger und würde das Recording für heute stoppen, würde die Aufzeichnung jetzt auch gleich hochladen und dann kann ja die aufregende Aftershow anfangen, wo ich dann erzähle, dass ich vielleicht doch daheim sitze.